Meisterjäger Jäger John Sinclair Band 1716 Asungas Hexensturm Elaine klemmte den Messergriff quer zwischen ihre Zahnreihen und duckte sich noch tiefer, bevor sie bis zum Rand des flachen Dachs vorrobte. Von dieser Stelle aus hatte sie einen perfekten Blick über den Garagenhof, der zum Gelände eines Supermarkts gehörte. Sie blieb auf dem Bauch liegen und lauschte. Ja, sie hatte sich nicht geirrt, es waren die harten Geräusche von Schritten zu hören, die bereits zuvor an ihre Ohren gedrungen waren und sie zu dieser Handlung gezwungen hatten. Und jetzt sah sie auch die Person, deren Schrittechos so laut klangen. Sie erreichte eine Laterne und geriet für einen Moment in ihren Lichtschein, so dass sie gut zu erkennen war. Es war eine Frau. Sie trug einen Mantel, den sie nicht geschlossen hatte. Bei jedem Schritt schwangen die Schöße hin und her. Zielstrebig ging die Frau auf ein Auto zu, das quer vor einer Garage parkte und das einzige Fahrzeug auf dem Hof war. Elaine lächelte. Es lief perfekt. Das Auto stand nahe der Garage, auf deren Dach sie hockte. Sie musste nicht mal weit springen, um es zu erreichen. Sekunden würden noch vergehen, dann konnte sie den Angriff starten. Sie überprüfte nochmal den festen Sitz des Messers zwischen ihren Zähnen, denn sie wollte es beim Sprung nicht verlieren. Die Frau ahnte nichts. Sie hatte es einfach nur eilig. Warum sie ihren Wagen gerade hier abgestellt hatte, interessierte Elaine nicht. Sie nahm es als Fügung des Schicksals hin, dass ihr an diesem Tag wohl gut gesinnt war. Der Tag war vorbei. Die Dunkelheit lag über der Stadt. Dunkelgraue bis schwarze Wolken hingen am Himmel und verdeckten das Licht der Gestirne. In dieser Umgebung hatte nur jemand etwas zu suchen, der sein Fahrzeug aus der Garage holen oder es hineinfahren wollte. Das war in den letzten Minuten nicht passiert. Die Frau erreichte ihren Wagen. Jetzt würden nur noch Sekunden vergehen, bis sich Elaine vom Dach der Garage lösen konnte. Hätte kein Messer zwischen ihren Zähnen gesteckt, sie hätte sich die Lippen geleckt, denn sie war voller Vorfreude. Die Frau blieb an der Fahrerseite stehen. Sie holte den Autoschlüssel aus der Tasche und wenig später hatte das Funksignal die Türen geöffnet. Sie konnte einsteigen. Das ließ Elaine nicht zu. Zwischen ihren zusammengebissenen Zähnen drang ein schwacher Schrei hervor, da befand sie sich schon in der Luft und fiel der anderen Person entgegen. Die hatte den Schrei gehört. Sie reagierte auch, indem sie herumzuckte, doch es war zu spät. Elaine prallte gegen ihr Opfer und schleuderte es zurück, dann zur Seite. Und als sie die Höhe der Motorhaube erreichte, fiel die Frau endgültig zu Boden und blieb neben dem Vorderrad liegen. Elaine lachte auf. Das musste sie einfach. Sie freute sich über ihren Erfolg, denn bald würde sie das bekommen, was sie unbedingt brauchte. Blut. Frisches Blut. Sie öffnete ihren Mund. Das Messer fiel nach unten, wo es von ihrer Hand aufgefangen wurde. Das Opfer lag auf dem Rücken. Es bewegte sich nicht. Wahrscheinlich war es durch den harten Aufprall betäubt worden. Und auch der Schock konnte etwas dazu getan haben. Elaine lächelte. Dann grinste sie und sagte, während die Spitze des Messers auf die liegende zeigte Na, wie gefällt dir das? Die überrumpelte gab zunächst keine Antwort. Bewusstlos war sie nicht geworden, denn die Pupillen bewegten sich und sie konnte zudem sprechen. Was soll das bedeuten? Das ist ein Überfall. Ich weiß. Elaine wunderte sich, weil die Person so wenig sagte. Mehr sagst du nicht? Warum sollte ich? Hast du keine Angst? Ach, muss ich die denn haben? Elaine konnte sich über diese Antwort nur wundern. Was denkst du dir eigentlich? Dass dies hier ein Spaß ist? Sicherlich nicht. Aber du hast Pech gehabt. Ich habe kaum Geld bei mir. Wenn du dich bereichern willst, dann musst du dir eine andere Person aussuchen. Geld? Ha. Was interessiert mich das? Nicht? Elaine beugte sich weiter vor. Jetzt sah sie das Gesicht der anderen Frau deutlicher. Da fiel besonders der herzförmig geschnittene Mund auf und die großen Augen unter einer Stirn, die ohne Falten war. Das helle Haar war sicherlich gefärbt. Man konnte nicht von einer blonden, sondern musste schon von einer bleichen Farbe sprechen. Auch jetzt entdeckte Elaine keine Angst im Blick der Frau. Es war mehr Neugierde. Das machte sie zwar nicht nervös, sorgte aber schon dafür, dass sie sich wunderte. Jetzt wunderst du dich, wie? kann man sagen. Du willst also kein Geld? So ist es. Was dann? Auf diese Frage hatte Elaine gewartet. Jetzt konnte sie endlich das sagen, was ihr auf dem Herzen lag. Blut, keuchte sie. Ich will dein Blut verdammt doch mal, und ich werde es auch trinken. Jetzt war es heraus. Elaine wartete auf eine Reaktion, die auch erfolgte, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Die Überfallene öffnete den Mund, und ein schallendes Gelächter hallte durch die Nacht. Elaine war völlig konsterniert. Sie hatte mit einigen Antworten gerechnet, alle von Angst diktiert, doch nicht mit diesem hämischen Gelächter, das sie völlig durcheinander brachte. Dabei bewegte sie die Hand mit dem Messer vor und zurück, ohne allerdings zuzustechen. Halt dein Maul, das Lachen der Blonden verstummte. Aber sie war nicht still. Sie fragte: Und jetzt? Du hast es gehört, flüsterte Elaine. Ich werde mir dein Blut holen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ich habe nicht grundlos auf dich gewartet. Ich bin leer, aber du bist voll. Verstehst du das? Ja, ja, aber das Blut. Ich brauche es verdammt doch mal. Ich will es haben und ich werde es bekommen. Nur Vampire trinken Blut. Ich weiß. Bist du ein Vampir? Elaine senkte den Kopf. Dann öffnete sie den Mund so weit wie möglich. Bevor sie eine Frage stellen oder etwas anderes sagen konnte, hörte sie die Stimme der Frau. Wo sind denn deine Vampirzähne? Hat man sie dir ausgeschlagen? Du machst dich doch lächerlich. Elaine konnte vieles ertragen, nur keinen Spott. Und das bewies sie in der folgenden Sekunde, als sie blitzschnell die Klinge bewegte und plötzlich eine Wunde in der linken Wange der Blonken klaffte. Sofort quoll Blut hervor, und dann tanzte die Klinge vor den Augen des Opfers. Na, was sagst du jetzt? Was soll der Schnitt? Ich habe dir schon gesagt, dass ich dein Blut will. Nicht mehr und nicht weniger. Und das werde ich dir beweisen. Elaine packte zu und riss ihr Opfer in die Höhe. Sie wusste genau, was sie tat, denn sie drehte die Frau herum und gab ihr einen Stoß, sodass die Blonde mit dem Rücken auf der Motorhaube landete. Elaine verlor keine Zeit. Sie warf sich auf die Frau und setzte ihr das Messer an die Kehle. Ganz ruhig, flüsterte sie. Ich werde jetzt das Blut trinken, das aus deiner Wunde quillt. Solltest du dich trotzdem wehren, werde ich dir die Kehle durchtrennen. Klar? Schon gut, schon gut. Elaine grinste. Sie konzentrierte sich auf die Fleischwunde, aus der noch immer Blut quoll. Sie senkte ihren Kopf noch tiefer, ihr Mund klaffte auf. Dann bewegte sich die Zunge und holte sich schlürfend die ersten Tropfen. Es wird dir nicht schmecken, keuchte die Blonde. Du hast Pech gehabt. Halt dein Maul. Ich bestimme, was mir schmeckt oder nicht. Verstanden? Die Frau hielt ihren Mund. Sie schien sich in ihr Schicksal ergeben zu haben und ließ alles mit sich geschehen. Rechts und links der Schnittwunde presste Elaine ihre Lippen auf die Haut. Es war für sie Feiertag. Es war einfach wunderbar, sich wieder sättigen zu können. Die Frau hatte recht. Man konnte Elaine nicht als einen weiblichen Vampir ansehen, trotz ihrer Gier nach Menschenblut. Sie war noch im Werden. Und für ein solches Wesen gab es einen besonderen Namen. Sie gehörte zur Gruppe der Halbvampire, aber ihre Nahrung war bereits Menschenblut, das sie sich nur auf eine andere Art und Weise holen musste als ein normaler Vampir. Sie hinterließ keine Bisse am Hals des Opfers, sie verletzte es, um das Blut zu trinken und sich so mit sättigen zu können. Auch jetzt schlürfte, saugte und schmatzte sie. Sie würde nicht eher aufhören, bis ihr Hunger gestillt war. Da nahm sie keine Rücksicht. Es war ihr Vorhaben, und es hatte bisher auch wunderbar geklappt. Deshalb gab es keinen Grund für sie zu glauben, dass es diesmal anders sein würde. Und doch war es so. Schon nach dem ersten größeren Schluck löste sie ihre Lippen von der Wange des Opfers. Dann fuhr sie mit einem wütenden Schrei in die Höhe und spie das aus, was sie bisher getrunken hatte. Das Blut klatschte auf den Boden, und es war ein wilder Fluch zu hören. Das Opfer richtete sich langsam auf. Die Blonde benutzte den Wagen als Stütze, holte ein Tuch aus ihrer Manteltasche und presste es gegen die linke Wange. Mehr tat sie nicht. Sie beobachtete nur und sah, wie die Halbvampirin das auszuspucken versuchte, was sie bisher getrunken hatte. Da vermischten sich Blut und Speichel. Der Vorgang wurde von einem Keuchen begleitet, aber auch von wilden Flüchen. Sie tanzte herum. Dann schüttelte sie sich, spie immer und immer wieder aus, stand gebückt da. Die Blonde blieb gelassen. Ab und zu warf sie einen Blick auf das Taschentuch, dessen Farbe jetzt mehr rot als weiß zeigte. Trotzdem drückte sie es wieder gegen die Wange. Sie sah aus wie eine Person, die viel Zeit und alles im Griff hatte. Das Keuchen der Halbvampirin nahm an Lautstärke ab. Jetzt drangen nur noch röchelnde Laute aus dem weit geöffneten Mund. Mit dem Handrücken wischte Elaine über ihre Lippen. Dann richtete sie sich kerzengerade auf, als hätte sie einen Stock verschluckt, und drehte ihren Kopf der Person zu, die so lässig am Auto lehnte. Verdammt, was war das? Die Blonde sagte: Ich heiße übrigens Nora. Okay, wie schön für dich, aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Du musst doch wissen, was es gewesen ist, denn du wolltest mein Blut trinken. Ja, das stimmt. Elaine kam einen Schritt näher. Aber das ist nicht alles. Ich kenne mich aus, sehr gut sogar. Ich liebe das Blut der Menschen, ich brauche es, und du bist ein Mensch. Meinst du? Du siehst so aus. Elaine lachte. Auf meine Augen kann ich mich verlassen, nur nicht auf dein Blut. Es war anders, es war widerlich, es war bitter wie Galle. Sie schüttelte sich. Ich musste es einfach wieder loswerden. Und warum? Frag nicht so dämlich keuchte sie. Es war nicht zu genießen. Ja, es war widerlich. So schmeckt das Blut eines Menschen nicht, egal ob Mann oder Frau. Das mag sein. Aber so schmeckt das Blut der Hexen. Elaine war für wenige Sekunden still. Dann hatte sie sich wieder gefangen. Was sagst du da? Ich kann es dir auch einfacher machen. Ja, ich bin eine Hexe. Nicht mehr und nicht weniger. Elaine sagte nichts, obwohl sie alles gehört hatte. Sie stand auf der Stelle, starrte die blonde an und schaffte es nicht, den Mund zu schließen. Nora wartete und sah, dass Elaine den Kopf schüttelte. "Kannst du es nicht glauben? Ich, ich, du kannst es ja noch mal testen." Nora deutete auf ihre verletzte Wange. "Los, nimm dein Messer. Schneide mir eine neue Wunde, dann kannst du noch mal trinken." Elaine lachte leise. "Nein", flüsterte sie. "Das werde ich nicht tun, denn ich trinke kein Gift." Sie nickte Nora zu. Du bist also eine Hexe. In deinem Körper fließt Hexenblut. Habe ich das alles richtig verstanden? Ja, das hast du. Es ist ein Pech, dass du dir ausgerechnet eine Hexe ausgesucht hast. Aber nichts ist perfekt im Leben. Elaine sagte, es soll doch keine Hexen geben, wie ich gehört habe. Ja, das ist ein Märchen. Hexen gibt es nicht. Sehe ich aus wie ein Märchen? Elaine lachte kratzig. Aber auch nicht wie eine Hexe. Das weißt du genau? Ja. Woher denn? Nora breitete die Arme aus. Jetzt sage mir nicht, dass du die Bilder aus den Büchern meinst, wo Hexen als alte Weiber mit krummen Nasen und Warzen darauf herumlaufen. Das ist Quatsch. Das haben sich die Menschen ausgedacht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es Typen wie dich gibt. Bluttrinker, ohne dass ihr Vampire seid. Nein, das ist schon ungewöhnlich. Sogar mehr als das. Du bist nichts Halbes und nichts Ganzes. Kein Mensch, kein Vampir, eigentlich eine lächerliche Figur. Und jetzt bist du noch an die falsche Person geraten. Das muß dich doch völlig aus der Bahn werfen. Elaine hatte die Wahrheit gehört und sie auch in sich aufgesaugt. Aber sie vertraute ihren Kräften. So leicht ließ sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Ihr Hunger war noch immer vorhanden und die Nacht war lang. Sie würde schon noch ein Opfer finden. Aber es war eine Schmach, von dieser Frau wie ein Kind abgefertigt zu werden. Wenn es ihr schon nicht gelang, das Blut zu trinken, weil es ungenießbar war, so wollte sie diese Unperson zumindest aus der Welt schaffen, denn die entsprechende Waffe hielt sie in ihrer rechten Hand. Sie warf einen Blick auf die Klinge, die an der Spitze noch eine rote Schliere zeigte. Nora hatte sie nicht aus den Augen gelassen, so war ihr auch die Bewegung nicht entgangen. Mit halblauter Stimme sprach sie ihre Warnung aus. Ich an deiner Stelle würde nicht mal daran denken. Es kann nur schief gehen. Halt dein verdammtes Hexenmaul. Nora wechselte das Thema. Wie heißt du eigentlich? Warum willst du das wissen? Reine Neugierde. Ich bin Elaine. Jetzt weißt du, wer dich zur Hölle schicken wird, denn da gehörst du schließlich hin. Bestimmt nicht. Doch, doch. Spiel Elaine aus. Hexen gehören zum Teufel und damit in die Hölle. Mach keinen Fehler. Bisher habe ich das alles hingenommen, aber meine Geduld hat irgendwann ein Ende. Und das ist so gut wie erreicht. Elaine lachte, denn sie hatte das Messer, und sie sah sich noch immer als die stärkere an. Sie glitt auf Nora zu, die nach wie vor an der Autoseite lehnte. Das Messer blieb nicht ruhig. Es bewegte sich, es zuckte. Mal zielte die Klinge auf den Kopf, dann wieder auf die Körpermitte. Hals oder Bauch. Du kannst es dir aussuchen. Nichts von beidem. Das hast du nicht zu bestimmen. Nora hob die Schultern. Ich an deiner Stelle würde mal stehen bleiben und mich umdrehen. Elaine lachte, bevor sie fragte: Warum sollte ich das tun? Weil du dann siehst, wie wenig Chancen du hast. So ist das nun mal. Elaine hatte vorgehabt, noch einen weiteren Schritt auf die Hexe zuzugehen. Jetzt aber zögerte sie, denn da war etwas in der Stimme der Frau gewesen, das sie warnte. Sie stoppte tatsächlich, sah, dass Nora sogar lässig die Arme unter der Brust verschränkt hielt und tat das, was man ihr geraten hatte. Sie wandte sich um. Dunkelheit lag über dem Gelände, doch es war nicht so finster, als dass sie nichts mehr hätte sehen können. Und deshalb fielen ihr auch die Gestalten auf, von denen einige bereits das Licht der einsamen Laterne passiert hatten. Elaine zählte sie nicht, aber auf ein halbes Dutzend Gestalten kam sie schon. Alles Frauen. Auch alles Hexen? Sie musste davon ausgehen. Sie bildeten eine Reihe und hatten es gar nicht eilig. Im Schlendergang näherten sie sich, aber ihr Ziel stand eindeutig fest. Das war Elaine selbst. In diesem Augenblick verfluchte sie ihren ungewöhnlichen Zustand. Wäre sie ein normaler Vampir gewesen, hätte man ihr nur schwerlich etwas anhaben können. Aber in ihr steckte noch viel Menschliches. Nur eben, dass sie sich vom Blut ernährte. Unangreifbar war sie nicht. Und das spürte sie. Sie ging einen Schritt zurück und drehte den Kopf, damit sie wieder Sichtkontakt mit Nora bekam. Was soll das? Kannst du dir das nicht denken? Es sind meine Freundinnen, die dort kommen. Oder hast du gedacht, dass ich allein unterwegs bin? Nein, diese Nacht gehört uns. Wir werden es zu einem wahren Hexensturm kommen lassen. Vielleicht bin ich auch nicht zufällig hier gewesen. Alles ist möglich. Vielleicht haben wir dich auch verfolgt, weil wir mit dir den Anfang machen wollen. Man muss im Leben eben mit allem rechnen. Das hast du versäumt. Elaine überlegte. Es war kein normales Nachdenken. Durch ihren Kopf zuckten die Gedanken wie Blitze, und sie musste sie einfangen, um daraus einen Plan zu entwickeln. Viel Zeit hatte sie nicht. Sie wollte nicht sterben. Für eine normale Flucht war es zu spät. Zur einen Seite war ihr der Weg durch die Ankömmlinge versperrt, und wenn sie dorthin lief, wo sich Nora befand, hatte sie das Problem mit den Garagen. Was tun? Nein, schrie sie und rannte auf Nora zu, packte sie, stieß sie wieder auf die Motorhaube und drückte ihr die Spitze des Messers gegen die Kehle. Elaine blickte in ein Gesicht, bei dem der Mund zu einem Grinsen verzogen war. Das brachte sie durcheinander, und sie fragte mit scharfer Stimme Willst du unbedingt sterben? So schnell nicht. Okay, dann tu genau das, was ich dir sage. Gut. Die Hexe lächelte noch breiter. Was willst du? Rühr dich nicht. Denk nicht mal an Widerstand. Hast du das begriffen? Klar. Elaine fühlte sich etwas sicherer. Sie drehte den Kopf, ließ die Klinge dabei allerdings am Hals der anderen. Die Hexen waren näher herangekommen. Noch stoppten sie nicht, und es sah so aus, als wollten sie erst anhalten, wenn sie die Hexe und die Halbvampirin erreicht hatten. Nein, schrie Elaine, keinen Schritt weiter. Wenn ihr näher kommt, ist eure Freundin tot. Die Frauen hielten tatsächlich an. Sie nahmen Elaine offenbar ernst und wollten nichts riskieren. Das sah auch Elaine, die sich jetzt Zeit ließ. Sie wollte erkennen, ob sich die Hexen auch weiterhin so verhielten. Das mussten sie, wenn sie nicht riskieren wollten, dass Nora der Hals aufgeschlitzt wurde. Was willst du, Elaine? Es ist alles ganz einfach. Ich werde mit dir wegfahren, nicht mehr und nicht weniger. Ach, wie das denn? Wie soll das gehen? Du hast ein Auto. Ja und? Darin steigen wir ein und dann geht es ab. Den genauen Weg werde ich dir noch beschreiben. Damit kommst du nicht durch. Lass das meine Sorge sein. Nach diesen Worten verschwand das Messer von Noras Hals und sie konnte sich wieder bewegen. Sie drückte sich in die Höhe und sah Elaine vor sich stehen, die sie weiterhin mit dem Messer bedrohte. Steig ein, der Wagen ist offen. Es war ein Smart, der vor der Garage stand. Als Nora nach dem Türgriff fasste, drehte sich Elaine um, um einen Blick zu den anderen Hexen zu werfen. Sie standen in einer Reihe und beobachteten das Geschehen. Ja, sie waren Hexen, aber sie sahen unterschiedlich aus. Kleine, auch mal größere Frauen. Manche waren mollig, andere wiederum schlank, und auch die Haarfarben unterschieden sich. Ihre Outfits waren nicht auffällig. Sie fielen in dieser kühlen Nacht nicht auf. Eine normale Frauengruppe, die zu irgendeiner Veranstaltung wollte. Haltet euch raus, wenn ihr Ärger macht, wird eure kleine Nora tot sein. Du kannst nicht gewinnen, rief eine der Hexen. Und warum nicht? Weil wir stärker sind, viel stärker. Das habe ich ja gesehen. Elaine schüttelte den Kopf. Sie fragte sich, wie jemand so überheblich sein konnte. Sie warf noch einen Blick auf Nora, die dabei war, in den Smart zu steigen. Alles sah normal aus. Elaine machte sich bereit, um den Wagen herumzugehen, als sie ein Geräusch hörte, das nicht in diese stille Umgebung passte. Die wurde zerrissen. Ein Rauschen lag plötzlich in der Luft, und die Halbvampirin warf den Kopf in den Nacken, um in die Höhe zu schauen. Ihre Augen weiteten sich, als sie das Unbegreifliche sah, denn etwas stürzte auf sie herab. Es war für Elaine nicht richtig zu erkennen, was da auf sie zuflog. Jedenfalls war es nichts Festes und keine direkte Gestalt, die da vom Himmel fiel. Elaine sah einen hellen Wirbelwind, einen regelrechten Sturm, der sich um ein Zentrum drehte. Und dieses Zentrum bildete etwas Erkennbares, auch wenn es die Beobachterin nicht so recht glauben wollte. Es war eine menschliche Gestalt, die von zahlreichen Wirbeln umgeben war, als wäre Wasser in die Höhe geschäumt und hätte sich in unzählige kleine Tropfen aufgelöst. Elaine merkte nicht, dass Nora aus ihrer Nähe weghuschte. Sie hatte nur Augen für die Gestalt, dessen Körper erst allmählich deutlicher wurde, als er sich aus dem wirbelnden Sog hervorschellte und sich schützend vor die anderen Frauen stellte, als wäre sie deren Anführerin. Elaine war nicht in der Lage, etwas zu sagen. Obwohl sie kein richtiger Vampir und auch kein normaler Mensch war, fühlte sie sich in diesen Augenblicken sehr menschlich. In ihrem Fall bedeutete das eine bohrende Angst, die in ihr hochkroch. Denn wer diese Stärke besaß, der war ihr eindeutig überlegen. Was den Körper bisher umgeben hatte, brach nun zusammen. Es gab keinen Wirbel mehr, kein Wasser oder Nebel. Es gab nur die eine Person, die wie aus dem Nichts entstanden war, wobei sie jetzt alles zu beherrschen schien. Obwohl sie nichts tat und einfach nur auf der Stelle stand, als wäre sie nur erschienen, um angestarrt zu werden, was sie Lane auch tat. Sie konnte einfach nicht an dieser Person vorbeisehen, die für sie etwas Ungewöhnliches und auch Besonderes war. Die Frau bot einen Kontrast. Das war zum einen der dunkle und weit geschnittene Umhang, der dicht unter dem Hals von einer Brosche zusammengehalten wurde. Den Gegensatz zum schwarzen Stoff bildete das Haar der Frau, das feuerrot leuchtete. Als wilde Mähne umwuchs es den Kopf, und dieses Rot war echt. Wer das Gesicht beschreiben sollte, hätte den Ausdruck außergewöhnlich verwenden müssen. Es war stark, interessant anziehend, aber auch eine gewisse Entschlossenheit war darin zu sehen. Eine Frau wie ein Sturm, und den hatte es zuvor auch gegeben. Die Augen hatten eine Farbe, die nicht so leicht zu beschreiben war, und sie waren kalt und klar. Die Frau richtete ihren Blick auf die Halbvampirin, drehte dann den Kopf, ohne ein Wort gesagt zu haben, und schaute Nora an, die sich zu den anderen Frauen gesellt hatte. Was wollte sie von dir? Nora fing an zu lachen. Du wirst es nicht glauben, Asunga, aber sie wollte mein Blut trinken, obwohl sie kein Vampir ist. Kannst du dir das vorstellen? Elaine hatte alles gehört. Jetzt kannte sie auch den Namen der Rothaarigen, Asunga. Sie hatte ihn noch nie zuvor gehört, doch sie spürte, wie es ihr kalt den Rücken hinablief, obwohl sie noch nicht angegriffen worden war. Asunga lachte. Sie schien ihren Spaß zu haben. Sie schüttelte den Kopf, so dass ihre Haare in Bewegung gerieten. Das Lachen stoppte so schnell, wie es angefangen hatte, und Asunga nickte Nora zu. Die wusste genau, was von ihr erwartet wurde, und sie sagte, Elaine wollte mein Blut. Asunga und auch die anderen Frauen hatten die Antwort gehört, aber nur die Oberhexe reagierte. Sie warf Elaine einen fragenden Blick zu. Stimmt es, was Nora gesagt hat? Wolltest du ihr Blut trinken? Elaine wusste, dass es besser war, bei der Wahrheit zu bleiben. Deshalb sagte sie, Ja, ich wollte sie aussaugen, aber ihr Blut schmeckte so ekelhaft bitter, dass ich es wieder ausgespuckt habe. Um sie herum erklang Gelächter. Noras Lachen war besonders laut zu hören. Asunga sagte, Ja, du musst noch viel lernen, Halbvampirin. Denn Hexenblut ist nicht wie das der normalen Menschen. Es ist für Vampire und auch solche, die es noch werden wollen, ungenießbar. Hat dir das keiner gesagt? Elaine wollte und konnte nicht sprechen. Deshalb schüttelte sie nur den Kopf. Dann weißt du es jetzt. Aber ich sage dir auch, dass es zu spät für dich ist. Wer meine Freundinnen angreift, der hat das nicht umsonst getan. Ich habe mir dafür eine Strafe ausgedacht, und die werde ich durchziehen. Mehr sagte sie nicht. Und so konnte Elaine darüber nachdenken, wie diese Strafe wohl aussah. Sie spürte einen wilden Schmerz im Kopf, als an ihren Haaren gezogen wurde. Doch Asungas Hand ließ sie gleich darauf wieder los. Elaine taumelte etwas zurück. Tränen schwammen in ihren Augen. So sah sie nicht mehr alles klar. Der Schleier war nicht so dicht, als dass er alles verborgen hätte. Sie sah, dass dieser Asunga ihren Mantel öffnete. Es wirkte plötzlich wie eine Einladung, und sie sah auch die zweite Farbe. Außen war der Mantel schwarz, aber innen war er gelb. Das fiel auch Elaine auf, die sich allmählich erholte und dann von Asunga gepackt wurde. Die Halbvampirin wusste nicht, was mit ihr geschah, bis sie gegen den Körper der rothaarigen Hexe gedrückt wurde und sich der Mantel um sie schloss. Für die anderen war sie nicht mehr zu sehen. Nur Schreie waren zu hören, die wenige Momente später verstummten, als Asunga den Mantel wieder öffnete. Elaine war noch da, aber sie sah nicht mehr so aus wie zuvor. Sie war geschrumpft. Ihre Haut hatte einen schwarzgrauen Ton angenommen und von den Augen war nur noch das Weiße zu sehen. Rauchfäden umkringelten die Gestalt, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und nach dem dritten Schritt zusammenbrach. Viel erinnerte nicht mehr an die Halbvampirin. Was da auf dem Boden lag, war eine verbrannte Gestalt, der das Leben geraubt worden war. Asunga drehte sich um. Sie wollte etwas von Nora, die gespannt darauf wartete, angesprochen zu werden, und Asunga tat ihr auch den Gefallen. Sie sprach so laut, dass alle anderen mithörten. Ich wusste, dass es irgendwann zu einem Zusammenstoß zwischen uns und der Vampirseite kommen würde. Wir haben einen Sieg errungen aber keine Schlacht, denn wir dürfen unsere Feinde nicht unterschätzen, die eine neue Führerin bekommen haben. Noch hat sie sich zurückgehalten, aber das wird nicht immer so sein. Ich habe euch den Namen schon mal genannt und frage euch jetzt, ob ihr ihn behalten habt. Wie heißt diese Person, von der ich gesprochen habe? Nora gab die Antwort. Justine Cavaglio. Richtig. Genau sie. Irgendwie freute ich mich darauf, mal wieder an einem Morgen ins Büro zu kommen. Das war mir in der letzten Zeit nicht so oft vergönnt gewesen. So fuhren Suko und ich durch den Londoner Morgenverkehr in Richtung Scotland Yard, und ich berichtete ihm von meinem letzten Fall, bei dem er nicht dabei gewesen war, sondern Jane Collins. Und du bist dir sicher, dass die Erben Rasputins dahinter gesteckt haben? fragte Suko. Ja, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Diese Bande breitet sich aus. Russland ist dir zu klein oder zu wenig besiedelt, meinte Suko lakonisch. Das kann auch sein. Naja, wir werden wohl für eine Weile Ruhe vor Ihnen haben. Zumindest hier in London oder auf der Insel. Hoffen wir's. Wir schafften es fast pünktlich im Büro zu erscheinen, wo unsere Assistentin Glenda Perkins natürlich schon da war. Wie hätte es auch anders sein können? Der Frühling war zwar noch nicht da, aber Glenda sehnte ihn so sehr herbei, dass sie eine Bluse angezogen hatte, die ein frühlingshaftes Blumenmuster zeigte. Dazu trug sie eine blaue Jeans und über der Bluse eine blaue Jacke. Starkes Outfit, lobte ich nach dem Morgengroß. Tja, man muss was tun. Die Konkurrenz ist groß, was ich ja nicht zu erwähnen brauche. Wie meinst du das denn? Ganz einfach. Wer war denn mit einer gewissen Jane Collins zusammen? Ich. Eben. Muss ich noch mehr sagen? Nein, musst du nicht. Aber ich kann dir sagen, dass es rein dienstlich gewesen ist. Es ging um diese Ikone, die ein besonderes Eigenleben geführt hat. Klar, ich weiß schon. Du musst mir nichts erzählen. Dann bin ich ja froh. Ich schnupperte. Und jetzt rieche ich den wunderbaren Kaffee. Ich bin nun mal zu dir wie eine Mutter zu ihrem Sohn. Danke, Mama. Keine Ursache. Wie immer schenkte ich mir eine etwas größere Tasse voll und ging damit in Richtung Büro. Wenig später saß ich Zuko gegenüber. Ich nahm erst mal ein paar Schlucke und schaute ihn dann an. Er runzelte die Stirn und sprach davon, dass uns jemand besuchen wollte, weil es da einen Vorfall gegeben hatte, über den er unbedingt mit uns reden müsste. »Worum geht es denn?« »Das weiß ich nicht.« »Hm, und wer hat den Termin gemacht?« »Sir James persönlich.« »Ach, dann weiß er mehr?« »Nein, wohl auch nicht, aber er kennt den Namen Lee.« doch nicht, Christopher. Quatsch. Tim Lee ist jemand, dem etwas widerfahren ist, über das er mit uns reden will. Er nicht, aber Tims Vater hat Sir James überzeugen können, dass dieser Tim Lee uns besucht. Was er uns zu berichten hat, weiß ich auch nicht. Dann warten wir mal ab. Genau. Ich nuckelte wieder an meinem Kaffee. Und wann genau wird dieser Tim Lee hier erscheinen? Gegen zehn Uhr. Okay, dann warten wir. Besuch zu bekommen war noch immer besser, als hier im Büro zu sitzen und Däumchen zu drehen. Gestillt war meine Neugierde nicht. Ich wollte wissen, ob Suko etwas über diesen Mann herausgefunden hatte. Da konnte er nur den Kopf schütteln. Und Glenda weiß auch nichts? Nein, ihr wurde nichts gesagt. Jedenfalls hat sich Sir James recht ernst angehört, aber er gab mir kein Stichwort. Dann wollen wir mal gespannt sein. Suko nickte. Es war noch knapp eine Stunde Zeit, die ich nutzte. Ein bis zwei Zeitungen lagen für uns am Morgen immer bereit. Ich überlegte, ob ich sie durchblättern sollte, aber schon nach den ersten Seiten konnte ich nur den Kopf schütteln. Denn alle hatten nur ein Thema, abgesehen davon, dass in Nordafrika die Welt brannte. Ich las das genaue Gegenteil. Es ging um die Hochzeit zwischen Prinz William und Kate Middleton, die in einigen Wochen stattfinden würde. Schon jetzt spielte die Presse verrückt, und es gab zudem genügend Leser, die jede Zeile über dieses Thema verschlangen. Mich interessierte die Hochzeit ganz und gar nicht. Glenda tauchte auf, nachdem sie kurz telefoniert hatte. Sie nickte in unser Büro hinein und sagte nur Euer Besuch ist da. Tim Lee? fragte Suko. Genau, Ihr wisst schon Bescheid? So halb. Gut, dann kann ich ihn hochkommen lassen. Ja, tu das bitte. Glenda verschwand wieder. Sie war wohl leicht pickiert darüber, dass sie nicht informiert gewesen war, aber man konnte eben nicht an alles denken. So und ich grinsten uns an. Irgendwie gingen wir beide davon aus, dass es so ernst wohl nicht sein konnte und Sir James einem Bekannten nur einen Gefallen getan hatte. Dass dies nicht so war, ahnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jedenfalls dauerte es noch, bis wir Stimmen im Vorzimmer hörten. Wenig später erschien Glenda Perkins mit dem Mann, der unbedingt einen Termin haben wollte und den auch bekommen hatte. Vor uns stand jemand, der eine Wollmütze auf dem Kopf trug, dazu einen dunkelgrauen, recht kurzen Mantel, und der Rücken beulte sich aus, weil dort ein Rucksack hing. Das Gesicht des Besuchers war offen, das Lächeln herzlich, und in den Augen lag ein Ausdruck, der besagte, es geschafft zu haben. Wir stellten uns selbst vor und baten Glenda um einen Kaffee, den Tim Lee gern annahm. Er nahm den Rucksack ab, stellte ihn neben den Stuhl auf den Boden und schälte sich aus dem Mantel, den er an einen Garderobenhaken hängte. Dann nahm er Platz und stellte den Rucksack auf die Knie. Glenda brachte ihm Kaffee und erntete ein schüchternes Lächeln. Ich schätzte Tim Lee auf fünfundzwanzig Jahre. Er hatte ein offenes Jungengesicht, seine Haare wuchsen modern struppig auf seinem Kopf und waren leicht gegelt. "Oh, der Kaffee ist aber super", sagte er nach dem ersten Schluck. "Das erlebt man selten." Ich musste Glenda loben und sprach so laut, dass sie es im Nebenraum auch hören konnte. "Es gibt keinen besseren Kaffee auf der Welt, das kann ich beschwören." Dann glaube ich, dass sie recht haben. Er trank noch zwei Schlucke und sprach davon, dass er ja nicht wegen des guten Kaffees gekommen sei, sondern dass es um etwas anderes ging. Darauf sind wir gespannt, sagte Suko. Tim Lee lachte leise und wurde leicht rot. Ich habe meinen Vater leider mit ins Boot nehmen müssen, um schnell bei Ihnen einen Termin zu bekommen. Er und Ihr Chef, Sir James, kennen sich aus dem Club. Das haben wir uns schon gedacht, sagte Suko und setzte eine Frage nach. Um was geht es denn? Ich will mal sagen, um eine sehr ungewöhnliche Beobachtung, die ich mit meiner Kamera festgehalten habe. Er nickte und lächelte. Mein Hobby ist die Fotografie und besonders interessieren mich städtische Motive. Bilder, die in der Nacht entstehen. In Schwarz-Weiß. Da spielen dann Licht und Schatten eine besondere Rolle, wenn Sie verstehen. Ich nickte. Das ist klar. Diese Fotografie ist auch für mich etwas Besonderes. Und jetzt wollen Sie uns zeigen, was Sie aufgenommen haben, stellte Soko fest. Genau das. Tim Lee griff an den Klettverschluss seines Rucksacks und öffnete ihn. Er fasste hinein. Und hielt mit einem Griff die Digitalkamera in der Hand. Was ich gefilmt habe, erklärte Tim Lee, hat sich alles auf einem Gelände abgespielt, das zu einem Supermarkt gehört. Sind das Ihre Motive? fragte ich. Nicht nur, Mr. Sinclair. Ich suche mir gern bestimmte Orte aus, die auch bei Dunkelheit etwas zu bieten haben. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Wir rückten zusammen, um alles mitzubekommen, was der junge Mann aufgenommen hatte. Bevor er den Film startete, gab er zu bedenken, dass eine der Personen, um die es ihm ging, nur recht schwach zu erkennen war. Haben Sie dafür eine Erklärung? wollte ich wissen. Nur eine ungefähre, aber ich glaube, dass diese Person unbedingt Blut trinken wollte. Ein Vampir? Er hob die Schultern. Ich weiß es nicht, ich weiß eigentlich nichts, aber sehen Sie selbst. Wir sahen und wir staunten. Denn wir konnten nicht nachvollziehen, dass Tim Lee ein leeres Gebäude fotografiert hatte, auf dem nur ein Auto stand. Er hatte ja in Wirklichkeit einen Film gedreht, und mir kam in den Sinn, dass es sehr puristische Aufnahmen waren, bis Tim Lee plötzlich flüsterte: Achten Sie auf das Garagendach, dort, wo der Smart steht. Das taten wir und entdeckten auf dem Dach einen Schatten. Es ist eine Frau, bemerkte Lee trocken. Es war gut, dass er das gesagt hatte denn sie war in der Dunkelheit schlecht zu erkennen. Ganz im Gegensatz zu der Person, die plötzlich im einsamen Licht einer Laterne auftauchte und den Smart ansteuerte. Sie war deutlicher zu erkennen, auch als sie den Schein der Lampe verlassen hatte. Was wir in den folgenden Minuten zu sehen bekamen, das machte uns sprachlos. Wir sahen, wie die blonde Frau, die durch den Schein der Laterne gegangen war, Blut durch ein Messer verlor, das die Frau vom Dach trinken wollte, es aber ausspie. Aber dieser Horrorfilm ging noch weiter. Denn es erschien eine Gestalt, die in dem folgenden Geschehen die absolute Übersicht hatte. Und die kannten wir gut genug. Es war Asunga, die Schattenhexe, die wie aus dem Nichts erschienen war und das Geschehen an sich gerissen hatte. Wir sahen sie noch immer nicht genau, denn sie war und blieb ein Schatten. Du weißt Bescheid schon? murmelte Suko. Ich nickte ihm kurz zu. Sicher. Asunga ist wieder aufgetaucht. Und bei der Blutsaugerin muss es sich um eine Halbvampirin gehandelt haben. Deshalb ist sie auch nicht so deutlich zu sehen wie die Hexen. Hexen? flüsterte Tim Lee. Ja, Hexen und Vampire. Sie passen nicht zusammen. Das weiß ich nicht, murmelte Tim Lee. Ihm war kein Vorwurf zu machen. Er hatte das Beste getan, was man sich denken konnte. Er hatte uns auf eine Spur gebracht, die wir ab jetzt nicht mehr aus den Augen lassen würden. Aber das Finale bekamen wir noch präsentiert. Und wir sahen, wie kalt und grausam die Schattenhexe sein konnte. Das war für uns nicht neu. Sie tötete die Halbvampirin, und was sie von ihr zurückließ, war nur noch ein verbrannter Rest. Nach dem Film blieben wir erstmal sitzen und sagten nichts. Jeder hing seinen Gedanken nach. Tim Lee leerte seine Kaffeetasse. Als er sie wieder abstellte, schaute er sich um, wobei er eine Frage stellte. War es gut, dass ich zu Ihnen gekommen bin? Ich gab die Antwort. Das war absolut richtig. Danke, die Kamera kann ich Ihnen für eine Weile überlassen. Das ist nett, sagte ich. Aber etwas sollten Sie uns noch sagen. Gern. Wo hat das Geschehen stattgefunden? Wie ich schon erwähnte, auf dem Gelände eines Supermarkts. Und wo genau ist das? Auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt. Die Adresse ist kein Problem. Er schrieb sie uns auf und schaute dann auf seine Uhr. Ich muss gehen. Auf mich wartet die Schule. Bitte? fragte ich. Ja, die Fotoschule. Ich studiere Fotografie und möchte keinen Tag versäumen. Dann gehen Sie hin. Eins noch, sagte Suko, als Tim Lee seine Jacke holen wollte. Sind Sie bei Ihrer Arbeit gesehen worden? Plötzlich glänzten seine Augen. Nein, das bin ich nicht. Er tippte gegen seine Stirn. Ich bin doch nicht blöd und lebensmüde zugleich. Das stimmt allerdings, sagte Suko. Dann ließen wir ihn gehen. Glenda Perkins brachte frischen Kaffee. Soko hielt sich an seinem Glas mit Mineralwasser fest. Eine Bemerkung musste unsere Assistentin noch loswerden, nachdem sie die Tasse abgestellt hatte. Das war ein Hammer, oder? Hast du alles gehört? fragte ich. Das ließ sich nicht vermeiden. Ihr habt laut genug gesprochen. Ich fasste meine Tasse an, ließ sie aber stehen. Und? Was ist deine da Meinung dazu? Glenda brauchte nicht lange, um eine Antwort zu geben. Dabei verzog sie das Gesicht. Das sieht mir ganz nach einem Kampf zwischen Halbvampiren und den Hexen aus. Ja, das muss man wohl so sehen. Und damit wäre auch eine gewisse Justine Carvalho wieder im Spiel, meldete sich Suko. Wir haben gesehen, wie die Halbvampirin vernichtet wurde, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Justine Carvalho das auf sich sitzen lässt. Aber die blonde Bestie ist doch zusammen mit Nadine Berger nach Avalon verschwunden, warf Glenda ein. Suko zuckte mit den Schultern. Das stimmt schon. Aber wer weiß, was inzwischen geschehen ist. Vielleicht hat Nadine sie auch irgendwo anders hingeschafft, von wo aus sie zur Erde zurückkehren konnte. Wenn das so ist, so steht uns also ein Krieg zwischen den Hexen und den Halbvampiren bevor? fragte Glenda. Suko nickte. Ich räusperte mich und dachte über Sukos Worte nach. Dabei trank ich meinen Kaffee, der wie immer toll schmeckte. Wir konnten nicht einfach zuschauen. Das war nicht möglich. Wenn Justine Carvalho tatsächlich wieder auf der Erde war, würde sie es sich nicht gefallen lassen, dass eine ihrer Halbvampirinnen von den Hexen vernichtet worden war. Dann würde sie einen grausamen Krieg anzetteln, denn letztendlich war es so, dass sich Hexen und Vampire hassten. Das allerdings war nichts Neues. Die eine Seite gönnte der anderen nichts. Man ging sich auch aus dem Weg, aber jetzt hatte Asunga selbst eingegriffen. Wir kannten die Schattenhexe. Sie war sehr mächtig und gefährlich. Mehr als einmal waren wir schon gegen sie angetreten, wobei es zu gewaltigen Kämpfen gekommen war. Mal hatten wir uns als Sieger fühlen können, mal die andere Seite. Letztendlich war es auf ein Unentschieden hinausgelaufen. Warum die Hexen und die Halbvampirin plötzlich aufeinander getroffen waren, darüber konnten wir nur spekulieren. Wir steckten einfach nicht drin und kamen immer erst dann ins Spiel, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Glenda lehnte sich gegen die Wand, und verschränkte die Arme vor der Brust. Was wollt ihr tun? Ich verzog die Mundwinkel. Suko starrte vor sich hin. Eine Antwort wussten wir nicht. Ihr könnt euch auch raushalten oder am Ende diejenigen sein, die die Scherben aufsammeln. Erstmal abwarten, sagte ich. Und wie lange? Ich schaute Glenda an. Was ist mit dir los? Du bist ja heute so hektisch, als stünde etwas Schreckliches bevor. Noch sind wir nicht involviert. Aber es muss etwas getan werden. Hexen gegen Halbvampire, Asunga gegen Justine Carvalho, ich weiß nicht. Dann lachte sie. Eigentlich könnte man sich darüber ja freuen, wenn sie sich gegenseitig eliminieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass dabei auch Menschen zu Schaden kommen könnten. Klar, das ist fast immer so, sagte ich. Jedenfalls werden wir die Augen offen halten. Mehr können wir im Moment nicht tun. Von der anderen Schreibtischseite meldete sich Suko. Glaubst du, dass es Zufall gewesen ist, dass sich die Hexe und die Halbvampirin auf genau diesem Gelände getroffen haben? Ich wiegte den Kopf. Gute Frage. Und wie lautet die Antwort? Die weiß ich nicht. Ich leerte meine Tasse. Aber wir werden uns auf den Weg machen und uns dort mal umschauen. Ich denke schon, dass es wichtig sein könnte. Ich stand auf und dachte daran, dass uns dieser Tim Lee den Weg und das Ziel recht gut beschrieben hatte. Es konnte ja sein, dass wir Glück hatten und irgendetwas fanden, das uns weiterbrachte. Glenda betrat vor uns ihr Reich. Sie hielt den Blick gesenkt und flüsterte Irgendwie kommt mir das alles nicht geheuer vor. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, sagte ich. Aber du kannst dich beruhigen, wir halten dich auf dem Laufenden. Damit gab sich Glenda nicht zufrieden. Kann ich euch einen Vorschlag machen? Bitte. Sie schaute mich an. Wie wäre es denn, wenn ihr Jane Collins mit ins Boot holt? Ich wunderte mich über den Vorschlag und fragte zurück Warum gerade sie? Ist sie nicht eine Hexe? fragte Glenda kokett und legte dabei den Kopf schief. Das war sie mal. Ich weiß, aber es ist noch immer etwas bei ihr vorhanden. Denk an ihre latente Hexenkraft. Es ist zwar nur eine winzige Flamme, aber sie ist da, und aus einer Flamme, sei sie noch so klein, kann durchaus ein Feuer werden. Wenn du das sagst. Sei nicht sauer, John. Es war nur ein Vorschlag, denn Shane merkt eher als ihr, wenn jemand zu den Hexen gehört. Wir werden darüber nachdenken, sagte ich, als wir das Büro verließen und zum Lift gingen. Dort sprach Suko mich an. Ich denke, dass Glenders Idee gar nicht so schlecht ist. Ja, möglich. Aber zuvor möchte ich mir den Tatort anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen geholt wurden. Da wird die Spurensicherung tätig gewesen sein. Soko nickte und meinte dann, dass es uns aber nicht viel weiterbringen würde. Was zwischen der Hexe und der Halbvampirin abgelaufen war, das war kein Fall für die Kriminalisten, die sich um die normalen Morde kümmerten. Hier ging es um etwas ganz anderes, das uns noch viel Ärger bereiten konnte. Die Gegend, in der das Gelände lag, auf dem der Vorfall geschehen war, gehörte zur grünen Wiese, wie man so schön sagte, obwohl die Wiese gar nicht grün war. Es war ein Gebiet, auf dem sich verschiedene große Läden etabliert hatten. Nicht nur ein Supermarkt, ein Schuhcenter gehörte dazu. Eine Firma, die Autoteile verkaufte, eine große Tankstelle und auch zwei Supermärkte, die allerdings nicht nebeneinander lagen. Am Rande des Geländes standen die Garagen, die von den Menschen gemietet werden konnten, die in den nicht weit entfernt stehenden halbhohen Häusern wohnten. Sie lagen jenseits der grünen Wiese, aber es gab zwischen den beiden Verbindungswege. Wir rollten auf einen großen Parkplatz zu und konnten uns die Parktasche aussuchen. An diesem Morgen herrschte noch nicht viel Betrieb. Die meisten Kunden kamen erst am Nachmittag und am Abend. Jetzt waren es nur ältere Menschen und Frauen mit Kindern. Soko parkte den Rover an einer Stelle, von der aus wir den Ort sahen, an dem die Halbvampirin von der Schattenhexe Asunga vernichtet worden war. Wir hatten damit gerechnet, noch den einen oder anderen Kollegen vorzufinden, doch da stand niemand. Allerdings waren sie bereits hier gewesen. Das entnahmen wir den Kreidespuren auf dem Boden. Da war die Lage der Toten genau nachgezeichnet worden. Wir schauten uns um. Eigentlich nur pro forma, denn zu sehen gab es nichts. Keinen Hinweis auf Asunga oder ihre Hexen. Die waren gekommen, aus welchen Gründen auch immer, hatten zugeschlagen und waren dann wieder verschwunden. Suko und ich schauten uns an. Hier war nichts zu machen. Im Prinzip hätten wir umdrehen und wieder fahren können, doch das wollte ich nicht. Ich schaute zu dem großen Gebäude des Supermarkts hin. Der Bau hatte einen quadratischen Grundriss. Vor der Eingangsseite waren zahlreiche Angebote aufgebaut worden. Da der Frühlingsmonat vor der Tür stand, konnten schon die ersten Pflanzen gekauft werden. Gartendünger war ebenfalls in großen Mengen vorhanden, ebenso wie Blumenzwiebeln und allerlei Gartenwerkzeug. In diesem Bereich gab es für uns nichts zu holen. Wir passierten ihn und betraten den Laden, nachdem sich vor uns eine Tür geteilt hatte. Vor uns stand eine Palette. Da war eine Frau dabei, Waschpulverpakete zu stapeln. Wir gingen zu ihr. Soko tippte ihr auf die Schulter. Er hatte gesehen, dass sie Asiatin war, und als sie mit einer heftigen Bewegung aus ihrer gebückten Haltung in die Höhe fuhr, riss sie die Augen auf und stieß einen leisen Schrei aus. Keine Sorge, wir tun Ihnen nichts. Die Frau, die einen dunkelblauen Kittel mit dem Logo des Supermarktes trug, schloss den Mund. Wenig später konnte sie widersprechen. Ich glaube Ihnen, dass Sie mir nichts tun wollen, aber Sie haben mich schon erschreckt. Sorry, das hatten wir nicht vor. Wir haben nur eine Frage. Bitte. Die Frau reagierte sehr höflich. Das gehörte wohl zur Geschäftsphilosophie des Ladens. Es wird sicherlich hier einen Chef oder Filialleiter geben, nehme ich an. Ja. Und wo finden wir ihn? Die Verkäuferin schaute auf ihre Uhr. Dabei meinte sie: "Gesehen habe ich ihn zwar noch nicht, aber ich denke schon, dass er sich im Haus aufhält. Wenn Sie an der linken Seite vorbei und weiter durchgehen, werden Sie zu den Büros gelangen. Und wie heißt Ihr Chef? Mike Gentry. Danke für Ihre Hilfe." Die Verkäuferin lächelte: "Gern geschehen und schönen Tag noch, die Herren. Ihnen auch. Es war alles ganz einfach. Nur mussten wir bis zum Ende des Baus durchgehen." Die Entfernung konnte man sich schon als eine Joggingstrecke vorstellen. Ein geknickter Pfeil an der Wand wies auf die Büros hin. Wir mussten durch eine Tür gehen, die offen stand. Danach sahen wir wieder einen Pfeil und wandten uns nach links. Die Wände rechts und links bestanden offenbar aus Regipsplatten. Wir kamen uns vor wie in einem Container. So glatt war alles. Kaltes Licht leuchtete gegen den glatten Boden. Wir sahen Türen, die offen standen. Dahinter lagen Büros. Und fast am Ende erreichten wir eine geschlossene Tür. An der Seite auf der Wand lasen wir den Namen Mike Gantry mit dem Zusatz Geschäftsführer. Wir klopften an und öffneten die Tür, auch wenn wir keinen Come-In gehört hatten. Mike Gantry saß hinter einem Schreibtisch und telefonierte. Er trug eine rote Strickjacke, ein weißes Hemd, aber keine Krawatte. Sein Haar war eine Mischung aus Blond und Braun. Sein Gesicht war leicht rot angelaufen, und die scharf geschnittene Nase passte zu seinen Falkenaugen. Wie schon erwähnt, er telefonierte, und er regte sich auch schrecklich auf. Er vermisste eine Lieferung und fing sogar damit an, dem Menschen, mit dem er sprach, zu drohen. Und sah er zwischendurch auch, und die Blicke, die er uns zuwarf, waren alles andere als freundlich. Wir dachten nicht daran, uns zurückzuziehen, und bewegten uns recht locker durch das Büro, bis wir zu den Fenstern kamen. Durch sie schauten wir auf die Rückseite des Gebäudes, sahen eine Rampe und ein Lager dahinter, aber keine Lastwagen, die entladen wurden. Gentry hörte endlich auf zu telefonieren. Fast wütend schleuderte er den Hörer auf die Station. Wir treten uns um und gingen auf ihn zu. Er fuhr mit seinem Stuhl zurück, ihm war anzusehen, dass er seinen Frust an uns auslassen wollte, und er blaffte auch gleich los. Verdab doch mal! Was wollen Sie hier? Was fällt Ihnen ein, hier einfach hereinzuspazieren? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Nach dieser Frage schoss er in die Höhe. Ich sprach ihn an. Sind Sie Mike Gentry? Und? Wir müssen mit Ihnen reden. Er winkte wütend ab. Dann machen Sie einen Termin mit meiner Sekretärin. Sie sitzt nebenan. Nein, das werden wir nicht. Ich hielt meinen Ausweis bereits in der Hand. Bei Suko war das ebenfalls der Fall. Wir gingen näher an den Schreibtisch heran, damit Gentry die Dokumente sah. Er bedachte sie mit einem flüchtigen Blick und wusste Bescheid. Ach je, die Polizei, schon wieder. Aber diesmal ist es Scotland Yard, fügte Soko hinzu. Und ich denke, dass Sie sich die Zeit nehmen sollten, um mit uns ein paar Worte zu reden. Gantry setzte sich wieder. Wenn es denn sein muss, meinetwegen. Was wollen Sie? Es gab noch zwei Stühle, die wir uns holten und uns setzten. Suko stellte dann die erste Frage. Sie können sich bestimmt denken, weshalb wir zu Ihnen gekommen sind. Ja, erwiderte er unwillig. Es geht sicherlich um die Leiche, die bei uns auf dem Hof gefunden wurde. Genau um die geht es. Jetzt grinste er und äffte uns irgendwie nach. Genau dazu kann ich nichts sagen. Ich habe die Frau nicht getötet. In der Nacht pflege ich in meinem Bett zu liegen und zu schlafen. Der Job hier ist stressig genug. Da bin ich nicht noch in der Dunkelheit unterwegs. Ja, schon gut. Das glauben wir Ihnen. Die Kollegen sind ja sicher schon bei Ihnen gewesen. Er nickte mir zu. Sehr richtig. An Sie werden wir uns auch noch wenden, Mr. Gentry, aber wir möchten auch mit Ihnen sprechen. Tun Sie das? Kannten Sie die Tote? Wie kommen Sie darauf? Es wäre ja möglich. Er legte die Stirn Falten, presste die Lippen zusammen und wich unseren Blicken aus, was so etwas wie ein Eingeständnis sein könnte. Bevor wir nachfragen konnten, sagte er: Die Tote war schlecht zu erkennen. Sie ist ja verbrannt. Er hob die Schultern. Aber sie kam mir dennoch irgendwie bekannt vor. Und weiter, er senkte den Blick. Ja, ich kannte sie. Die Frau hat bei uns gearbeitet. Nicht regelmäßig, sondern als Aushilfe. Dann wissen Sie auch Ihren Namen, sagte ich. Ja, sie hieß Elaine Porter. Der Name sagte uns beiden nichts. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, einen kleinen Schritt weitergekommen zu sein. Soko beugte sich leicht vor. Bei seiner Frage lächelte er. Und Sie haben sich nicht darüber gewundert, dass sich Ihre Mitarbeiterin um diese Zeit auf dem Gelände herumgetrieben hat? Das habe ich nicht. Ich nahm es einfach nur hin. Das ist alles gewesen. Ich hörte Gantry zwar reden, ohne jedoch auf seine Worte zu achten, denn mir ging etwas ganz anderes durch den Kopf. Ich dachte an den Film, den wir gesehen hatten. Da hatte diese Elaine Porter noch als Halbvampirin existiert. Und jetzt wusste ich, dass man sie als Aushilfe in einem Supermarkt angestellt hatte. Es ließ tief blicken. Da war es also möglich gewesen, dass sich zumindest einer der Halbvampire unauffällig zwischen den normalen Menschen bewegte. Ein ziemlich raffinierter Plan. So konnten sich die Halbvampire gut tarnen, und niemand war da, der etwas merkte. Ich stellte mir automatisch die Frage, ob diese Elaine Porter die einzige Halbvampirin gewesen war, die in diesem Supermarkt arbeitete. Noch was? fragte Gentry den die Pause schon ein wenig irritierte. Ja, erklärte ich und wurde nicht eben begeistert angeschaut. Wie gut kannten Sie die Tote? Gentry's Arme zuckten hoch. Er stand dicht davor, uns einen Vogel zu zeigen, überlegte es sich jedoch anders und fing an zu lachen, bevor er sagte Sie haben vielleicht Nerven. Wie kommen Sie darauf, dass ich all meine Mitarbeiter kenne, einschließlich der Aushilfen? Das ist doch zu viel verlangt. Wir müssen jeder Spur nachgehen erklärte ich. Ja, schon möglich. Aber ich kann nichts für Sie tun. Ich gab trotzdem nicht auf. Wissen Sie vielleicht, ob Elaine Porter hier eine Freundin gehabt hat? Also eine Kollegin, mit der sie sich besonders gut verstanden hat? Nein, das weiß ich nicht. Das ist mir auch am Arsch vorbeigegangen, wenn Ihnen das weiterhilft. Ich habe Sie nicht mal eingestellt. So, und jetzt kann ich nichts mehr sagen. Ich habe auch keine Zeit mehr für solchen Quatsch. Das können wir uns denken, sagte Suko. Aber in diesem Fall bestimmen wir, ob sie Zeit für uns haben oder nicht. So einfach ist das. Es geht hier um einen Mord, der alles andere als alltäglich gewesen ist. Kann sein, dass sie sich selbst verbrannt hat, meinte Mike Gentry. Sie wäre ja nicht der erste Mensch, der sich so etwas antut. Man liest ja immer wieder von solchen Vorfällen. Haben Ihnen das die Kollegen gesagt? Sie waren sich auch nicht sicher. Gut, Mr. Gentry, aber seien Sie versichert, dass wir uns hier im Markt noch umhören. Wir werden mit Ihren Mitarbeiterinnen sprechen. Das kann ich Ihnen nicht verbieten, nur weiß ich, dass sie das kaum weiterbringen wird. Das können Sie ruhig uns überlassen, Mr. Gentry. Wie Sie wollen. Er nickte und griff wieder zum Telefonhörer. Für ihn war die Zeit um und für uns auch. Als ich ihm erklärte, dass wir uns bestimmt noch mal sehen würden, da winkte er mit der freien Hand ab. Wir verließen das Büro, und Suko fragte: Was hältst du von ihm? Arrogant, doch für uns kein großer Helfer. Wir müssen es andersherum versuchen. Mit irgendjemandem wird diese Elaine Porter ja Kontakt gehabt haben. Ich denke nicht, dass es hier unter dem Verkaufspersonal nur Einzelgänger gibt. Vergiss nicht schon, wer sie war. Und wer möchte schon eine Halbvampirin zur Freundin haben? Andere von der Sorte. Und du glaubst, dass du sie hier findest? Möglich ist alles. Mike Gentry war allein in seinem Büro zurückgeblieben. Hätte er in einen Spiegel geschaut, er hätte seinen roten Kopf gesehen. Aber er wusste auch so, wie er aussah. Der Besuch der beiden Polizisten hatte ihn geärgert. Ihm war Zeit verloren gegangen. Er hatte mit einem Lieferanten sprechen wollen, wahrscheinlich war der Mann jetzt außer Haus. Trotzdem versuchte er es. Nein, der Mann war nicht mehr da, wie ihm gesagt wurde. Er würde ihn erst in zwei Stunden wieder erreichen können, und dann auf seinem Handy, das während der Flugzeit ausgeschaltet sein musste. Auch in diesen sauren Apfel musste er beißen und sich vorsehen, dass er sich dabei nicht verschluckte. Er wollte sich dann anderen Aufgaben widmen. Er hatte sich vorgenommen, die Lagerbestände durchzusehen. Das konnte auf dem Computer abgerufen werden, was er auch tat. Er schaute sich die Listen an, die auf den Bildschirm erschienen. Zahlenkolonnen, aus denen er mit raschen Blicken erkannte, was fehlte. Einige Spielsachen gab es nicht mehr zu kaufen, und das hakte er auch ab. Er brauchte den Platz, um ihn jahreszeitlich herzurichten. Gartengeräte waren wichtig, von der Gießkanne angefangen bis zum Rasenmäher. All das ließ sich hier kaufen, und Mike Gantry war stolz darauf, auch Markengeräte anbieten zu können. Seine Laune besserte sich. Er hatte gedacht, dass mehr Waren fehlen würden, das war nicht der Fall und er musste zugeben, dass seine Mitarbeiter gut gearbeitet hatten. Es war Zeit für eine kleine Pause. Obwohl innerhalb des Supermarktes Rauchverbot herrschte, hatte er das für sich in seinem Büro aufgehoben. Hin und wieder gönnte er sich eine Zigarette. Da interessierte ihn das Geschwätz der anderen Leute nicht. Zudem öffnete er das Fenster und blieb in seiner Nähe stehen, um sich einen Glimmstengel anzuzünden. Jetzt spukte ihm wieder der Besuch der beiden Polizisten durch den Kopf, als er den Rauch ins Freie blies. Dass hier auf dem Parkplatz jemand umgebracht worden war, dazu noch verbrannt, war alles andere als gut für das Geschäft. Aber es konnte auch sein, dass die Leute aus Neugierde herkamen und dann nicht nur auf dem Parkplatz blieben, sondern auch etwas kauften. Aber wer hatte die Frau getötet? Oder hatte sie sich selbst angezündet? Diese beiden Alternativen standen zur Wahl. Er kannte Elaine Porter wie die meisten seiner Angestellten nur flüchtig. Welch ein Privatleben sie führte, war ihm unbekannt. Noch einen letzten Zug nahm er, dann drückte er die Kippe auf der äußeren Fensterbank aus, wollte wieder zurück an seinen Schreibtisch und spürte plötzlich den Luftzug. Er wusste sofort, dass er nicht aus dem offenen Fenster gekommen war und drehte den Kopf, um zur Tür zu schauen. Sie stand tatsächlich offen. Aber sie hatte sich nicht von allein geöffnet, jemand hatte sie aufgestoßen. Und als Gentry diese Person sah, da glaubte er, sich in einem Film zu befinden, denn so wie sie sah kaum jemand in der Realität aus. Die Frau hatte blondes Haar, dazu ein völlig glattes und puppenhaftes Gesicht. Ihre Kleidung mit dem viereckigen Ausschnitt bestand aus dünnem Leder, das so eng wie eine zweite Haut saß, wobei die Brüste noch in die Höhe geschoben wurden, so dass sie beinahe aus dem Ausschnitt quollen. Die Blonde schloss die Tür. Mike Gentry schnappte nach Luft, Verdammt, wie kommen Sie hierher? Wer sind Sie? Die Frau ging einen Schritt auf ihn zu, blieb dann stehen und sagte: Mein Name ist Justine Carvalho. Mike Gantry sagte nichts. Das konnte er auch nicht. Er hatte das Gefühl, dass ein Kloß seine Kehle verstopfte. Solch eine Person zu sehen, das hatte ihm die Sprache verschlagen. Nicht, dass er etwas gegen Frauen gehabt hätte. Im Gegenteil, er mochte sie. Aber bei dieser war das etwas anderes. Sie strahlte etwas aus, das ihn abstieß. Es war eine Kälte und zugleich eine mehr als normale Selbstsicherheit. Die wusste genau, was sie tat, was sie wollte. Dazu brauchte sie nicht mal etwas zu sagen. Das war einfach so, das sah man ihr an. In den folgenden Sekunden sprach niemand ein Wort. Die Blonde gab dem Geschäftsführer die Gelegenheit, sich an sie zu gewöhnen, was Gentry nicht schaffte. Er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Er war sonst nicht auf den Mund gefallen, doch jetzt kam er sich vor, als stünde jemand vor ihm, der ihn in die Mündung einer Maschinenpistole blicken ließ. Justine übernahm wieder das Wort. Setz dich, befahl sie. Gentry zuckte zusammen, er tat aber, was ihm befohlen worden war, und ließ sich auf den Stuhl fallen. Das ist gut. Gentry räusperte sich die Kehle frei. Endlich konnte er sprechen auch wenn es sich lächerlich anhörte. Was wollen Sie? Mit dir reden. Aber ich kenne Sie nicht. Die Blonde lachte auf. Das weiß ich. Doch ich kann dir sagen, dass du mich gleich kennenlernen wirst. Keine Sorge. Sie ging vor, und es war kein Laut zu hören. Mike Gentry verkrampfte sich. Wäre der Tod in Form eines Skeletts auf ihn zugekommen, er hätte sich kaum anders gefühlt. Starr, ohne zu wissen, was er tun konnte. Die Cavallio hatte den Schreibtisch erreicht, drehte sich leicht und setzte sich auf seine Kante. Mit einer lässigen Bewegung schob sie einen schweren Computer zur Seite, um bessere Sicht auf den Mann zu haben. Du wolltest wissen, wer ich bin. Okay, ich werde es dir zeigen und danach reden wir. Nein, das ist nicht nötig, wir können auch so. Gentry konnte nichts mehr sagen, denn die blonde hatte ihren Mund geöffnet. Sie zeigte ihr Gebiss, das strahlend weiß war aber doch anders aussah als normal. Rechts und links der Schneidezähne waren zwei spitze Vampirhauer zu sehen, und Gentry hörte die lässig gesprochenen Worte. »Weißt du nun, wer ich bin, mein Freund?« »Nein, das wusste er noch immer nicht. Oder vielleicht doch?« Nur war es nicht nachvollziehbar, denn so etwas gehörte nicht zu den Alltäglichkeiten des Lebens. Er starrte auf ihren Mund und durch seinen Kopf schoss seine Frage. Waren die Zähne echt oder nicht? Ja, sie waren echt. So sahen keine künstlichen Hauer aus. Sie stachen auch nicht von den anderen farblich ab. Alles in diesem Mund war perfekt. Justine Carvalho schloss langsam den Mund wieder. Lange blieben ihre Lippen nicht aufeinander, denn sie fing an zu reden. Ich habe dich nicht besucht, um mir den Büro anzuschauen. Wir beide werden uns unterhalten müssen. Und wenn du mir auf meine Fragen die Antworten gibst, die ich haben will, ist alles okay. Bekomme ich sie nicht, werde ich dein Blut bis zum letzten Tropfen trinken. Es war schon komisch, aber Mike Gentry fühlte sich nicht mal überrascht. Er hatte sich an die Lage gewöhnt und es irgendwie kommen sehen. Nur fühlte er sich, als wäre er nicht mehr er selbst. Er saß in seinem Büro, hatte die Drohung gehört und konnte nicht richtig nachvollziehen, dass er gemeint war. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Dann kommen wir zur Sache. Er nickte nur. In seinem Kopf brummte es, als er die erste Frage hörte: Ich will mich mit dir über Elaine Porter unterhalten. Ist das okay für dich? Wir hatten das Büro verlassen und waren zurück in den Supermarkt gegangen. Ich will nicht behaupten, dass er für mich eine fremde Welt war, aber jemand, der oft seine Lebensmittel einkaufen ging, war ich nicht. Dass ich nicht verhungerte, hatte ich Sukos Partnerin zu verdanken, die meinen Kühlschrank hin und wieder auffüllte. Wenn auch mit anderen Lebensmitteln als die, die ich für mich eingekauft hätte. Auf einem unbedingt fremden Gebiet bewegte ich mich auch nicht, aber wir mussten uns trotzdem umschauen, bis wir eine Verkäuferin fanden, die wir ansprechen konnten. Das war im Bereich der Obsttheke der Fall. Dort stand eine Frau mittleren Alters und füllte eine Kiste mit Äpfeln auf. Da über den Waren eine Spiegelwand angebracht war, sah sie uns kommen und legte eine kurze Pause ein, damit wir an ihr vorbeigehen konnten. Wir nickten der Frau zu, deren Haare schwarz gefärbt waren und wie Lack glänzten. Dürfen wir sie etwas fragen? Um was geht es denn? Es war ihr anzusehen, dass sie sich unwohl fühlte. Wahrscheinlich war es den Mitarbeitern nicht erlaubt, sich mit Kunden zu unterhalten. Ich beruhigte sie und erklärte ihr, dass wir schon mit Mike Gantry gesprochen hätten. Gut, aber ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen kann. Ich bin hier nur eine simple Angestellte, die, das hat nichts damit zu tun, welche Stellung sie hier haben. Ich zeigte ihr meinen Ausweis, dessen Anblick sie um einige Grade beruhigte. Polizei? Geht es um die schreckliche Tat auf dem Hof? Genau um die. Aber ich weiß nichts, keiner von uns war da und. Bitte, Rita, lassen Sie mich meine Fragen stellen. Den Namen hatte ich auf dem kleinen Schild am rechten Kragen gelesen. Wenn Sie wollen, Sir. Wie gut kannten Sie Elaine Porter? Mit der Frage hatte sie wohl nicht gerechnet, denn wir erhielten zunächst keine Antwort. Aber sie überlegte und gab sich Mühe. Nein, sagte sie dann. Ich kannte sie so gut wie gar nicht. Sie arbeitete auch nicht jeden Tag, sondern als Aushilfe. Das hörten wir schon. Aber gibt es hier im Geschäft jemanden, der sie besser kannte? Rita drückte ein paar Mal mit dem rechten Zeigefinger gegen ihre Nase. Dann gab sie eine Antwort, die in keinem Zusammenhang mit meiner Frage stand. Sie war eine sehr hübsche Person. Aha. Wir haben ja nur wenige Männer hier, aber die haben schon ein Auge riskiert. Gibt es da jemanden, der sie besonders aufs Korn genommen hat? fragte ich sofort hinterher. Rita schoss das Blut in den Kopf. Sie tat sich noch schwer, bis sie eine Antwort gab und von einem Kassierer sprach, der hinter Elaine Porter her gewesen war. Und? Sie hob die Schultern. Hatte er Erfolg? Das weiß ich nicht, Sir. Ich habe ja nicht mit Elaine gesprochen. Und mit dem Kassierer? Nicht über dieses Thema. Aber den Namen können Sie uns sagen. Er heißt Jeff Cole. Und hat er heute Dienst? Ja, an der zweiten Kasse. Danke sehr, Rita. Jetzt hatte sie noch eine Frage. Glauben Sie denn, dass Sie Elaines Mörder finden? Wir glauben es nicht nur, wir wissen es. Das ist ja so grauenhaft, flüsterte sie. Da wird eine Person in der Nacht angezündet und verbrennt mit Haut und Haaren. Das kann keiner von uns nachvollziehen. Es ist schwer zu glauben, gab Suko zu. Danke, Rita. Dann werden wir uns mal um Jeff Cole kümmern, sagte ich. Sie hielt mich fest. Eine Bitte noch: Sagen Sie nicht, von wem Sie den Tipp haben. Wir werden uns hüten. Den Weg zur Kasse zu finden, war kein Problem. Schilder mit Richtungspfeilen wiesen darauf hin. Hast du eine Meinung, John? Das ist nicht einfach zu sagen. Diese Elaine Porter wird sicher keine Freundschaften mit Kollegen gepflegt haben. Als Halbvampirin kein Wunder. Sie muss sich ja in den normalen Zeiten zusammenreißen. Sie kann nicht einfach hingehen, die Leute verletzen und dann ihr Blut trinken. Suko blieb plötzlich stehen und stieß sogar einen leisen Fluch aus. Ich stand auch, musste mich allerdings umdrehen, um Soko anschauen zu können. Ich sah sein etwas blass gewordenes Gesicht und auch den leicht verstörten Ausdruck in seinen Augen. Was hast du denn? Erst wollte er lachen, aber das brachte er nicht zurecht so über die Lippen, sondern nur ein seltsames Geräusch. Du wirst es kaum glauben, aber ich hatte soeben so etwas wie eine Erscheinung. Und wer ist dir erschienen? Justine Carvalho. Der Name haute mich zwar nicht um, ließ mich allerdings doch stocken. Bist du dir sicher? Jetzt nicht mehr, wenn du mich so fragst, aber ich hatte den Eindruck. Wo hast du sie denn gesehen? Er winkte ab, dann drehte er sich halb um und wies in die entgegengesetzte Richtung. Da ist sie entlang gehuscht. Auch ich schaute hin. Du meinst zwischen den Regalen? Ja. Suko war leicht perplex. Das kannte ich sonst nicht von ihm. Meine nächste Frage folgte automatisch. Und kannst du mir sagen, wohin sie gegangen ist? In die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ich sagte nichts, schaute Suko an, der etwas verlegen die Schultern anhob. Ich weiß, was du jetzt denkst, John, dass ich mir etwas einbilde oder spinne. Aber ich habe zwischen den Regalen eine Person mit sehr blonden Haaren gesehen. Eine Verkäuferin? Nein, sie war ganz in Schwarz gekleidet. Er verengte die Augen. Oder sollen wir das Ganze vergessen? Ich sagte erstmal nichts dazu und dachte nach. So abwegig war Sukos Entdeckung nicht. Hier in der Nähe war eine Halbvampirin vernichtet worden und Justine Carvalho war die Anführerin dieser Gruppe, die nicht Menschen und nicht Vampire waren. War sie wirklich wieder da? Hatte sie es geschafft, Nadine Berger zu entkommen und auf die Erde zurückzukehren? Wenn das der Fall war, würde sie den Tod einer ihrer Halbvampire nicht tatenlos hinnehmen. Woran denkst du, John? Das weißt du doch. Ich überlege nur, ob wir sie verfolgen sollen. Ein Phantom, das man nicht sieht? Stimmt auch wieder. Oder sollen wir Sie suchen? fragte Suko. Lass uns erst mal mit diesem Jeff Cole reden. Okay. Wir fanden ihn an der Kasse. Im Moment stand kein Kunde dort. Als er uns kommen sah, schüttelte er den Kopf. Wahrscheinlich, weil wir keine Waren hatten. Dafür Ausweise. Polizei? hauchte er. Wie Sie sehen, Mr. Cole. Er strich über seinen kahlen Kopf und versuchte mit seiner Bemerkung witzig zu sein. Ich habe nicht falsch geparkt. Deshalb sind wir auch nicht hier, Mr. Cole. Ich schaute ihm in die Augen. Es geht um die Person, die in der gestrigen Nacht auf dem Parkplatz umgebracht wurde. Elaine Porter. Genau die. Er schnappte nach Luft. Das war einfach schrecklich und grauenhaft. Nicht nachvollziehbar, wenn Sie mich fragen. Aber uns geht es um etwas anderes, sagte Suko. Um was denn? Nun ja, wir haben gehört, dass Sie Elaine Porter besser gekannt haben. Sein offener Mund schloss sich. Wer hat das denn gesagt? krächzte er und konnte nicht vermeiden, dass sein Gesicht rot wurde. Wir hörten es. Er senkte den Blick und schaute auf seine Hände. Das das stimmt alles nicht. Okay, ich war scharf auf sie. Das hat man wohl bemerkt, aber ich habe sie nicht mal angesprochen, denn sie hat mir kein Zeichen gegeben, dass sie mich mochte. Gut, sagte Sukum. Was wissen Sie denn noch alles von ihr? Eigentlich nichts, ich weiß nicht mal, wo sie wohnte, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich sie irgendwann angesprochen hätte. Dazu ist es aber leider nicht mehr gekommen. Es war uns beiden klar, dass dieser Mann nichts wusste, was uns weiterbrachte. Da auch zwei Kundinnen auf die Kasse zusteuerten, bedankten wir uns für die Auskünfte und gingen. Und jetzt? fragte Suko, verschwinden wir oder begeben wir uns auf die Suche? Ich wusste ja, wen er meinte, aber ich fragte noch mal nach. Und du bist dir sicher, dass sie in Richtung der Büros gegangen ist? Ja, aber ich kann dir sagen, dass ich nur einen Hauch von ihr gesehen habe. Es waren die sehr blonden Haare, die durch meinen Sichtbereich huschten, und ihre schwarze Kleidung. Das war nicht mal eine Sache von Sekunden, so schnell lief das ab. Wir standen vor einem Scheideweg. Blieben wir hier oder fuhren wir zurück ins Büro? Hier hatten wir zumindest die Spur einer Chance, und es war auch möglich, dass es außer Suko noch den einen oder anderen Zeugen gab. Dann schauen wir uns mal wieder um, sagte ich. Aber keine Vorwürfe. Wieso? Wenn wir keinen Erfolg haben. Ich lachte und klopfte ihm auf die Schulter. Du weißt doch, Irren ist menschlich. Genau, und manchmal tödlich. Mike Gentry hatte gehört, was diese Blonde wollte, und die Gedanken wirbelten in seinem Kopf. Erst die beiden Bullen und jetzt diese Frau, die er atemlos anstarrte. Sie saß so nah bei ihm. Er musste einfach in den Ausschnitt starren und sah dabei doch nichts, weil er durch seine Gedanken abgelenkt wurde. Bist du taub, Gentry? Nein. Dann hast du also gehört, was ich gesagt habe. Das schon. Wie schön. Deshalb solltest du reden. Mike Gentry kam endlich dazu, Luft zu holen. Dann schüttelte er den Kopf. Aber ich habe nichts mit dieser Person zu tun gehabt. Ach, sie hat doch hier gearbeitet. Schon, aber nicht in einer Festanstellung. Sie war eine Aushilfe und kam nur sporadisch. Ich weiß von nichts. Und doch wurde sie umgebracht. Das ist ja die Tragik. Und dir ist auch niemand aufgefallen, der sich für sie interessiert hat? Nein, ich bin da die falsche Adresse. Warum glauben Sie mir denn nicht? Die Cavallio schaute ihn an. Nein, das war kein normales Schauen mehr. Das war schon ein Starren, vermischt mit einem lauern. Er entnahm diesem Blick, dass die Sache für ihn noch nicht vorbei war. Er spürte, dass sich die Angst in ihm ausbreitete. "Was kannst du mir über Elaine noch sagen?", fragte die kalte Stimme der Blonden. "Nichts", sie fauchte ihn an. "Es muss einen Grund gegeben haben, dass sie so brutal verbrannte." Gentry schwieg. Er konnte nicht sagen, doch ihm fiel zum ersten Mal richtig auf, dass sein Gegenüber nicht atmete. Das hatte er vorher nicht bemerkt, jetzt aber wurde es ihm klar. Sie musste keine Luft holen. Er wusste zwar wenig über Vampire, aber dass sie nicht zu atmen brauchten, war ihm schon klar. Jetzt hatte er den endgültigen Beweis dafür, dass er es mit einer Blutsaugerin zu tun hatte. Das gab ihm beinahe den Rest. Er wunderte sich, dass er noch nicht auf seinem Stuhl zusammengebrochen war und immer noch denken konnte. Überlege es dir gut, warnte ihn die Cavallio. Ja, ich weiß, das haben Sie mir ja alles gesagt, aber ich weiß nichts und deshalb fällt mir auch nichts ein. Seine Stimme wurde schrill. Ich kann mir doch keine Antwort aus den Rippen schneiden, verflucht nochmal! Stimmt, das kannst du nicht. Er ballte seine Hände zu Fäusten. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das habe ich den beiden Bullen schon gesagt, die mich vorhin aufgesucht haben. Justin stutzte. Moment, wie war das? Was, äh, meinen Sie? Wann waren die beiden Bullen hier? Kurz bevor sie kamen. Aber sie haben nicht zu denen gehört, die am frühen Morgen den Tod der Frau untersucht haben. Es waren zwei andere. Beschreib sie. Erst wollte Gentry lachen oder den Kopf schütteln, doch unter dem eisigen Blick brach dieser Vorsatz zusammen. Er sprach mit leiser Stimme. Der eine war ein Chinese. Ein leiser Schrei unterbrach ihn. Justine Carvalho hatte sich nicht beherrschen können, und Gentry traute sich nicht mehr ein weiteres Wort zu sagen. Sie waren zu zweit, stellte die Carvalho fest. War der zweite zufällig groß und blond? Ja, das war er. Justine zischte einen Fluch. Sie wusste nicht, wie es Sinclair und Suko gelungen war, die Spur aufzunehmen, an einen Zufall glaubte sie nicht. Du hast ihnen also nichts gesagt. Jetzt ran der Schweiß über sein Gesicht, zudem meldete sich das Telefon, das er allerdings missachtete. Verdammt doch mal, was hätte ich Ihnen denn sagen können? Ich weiß doch nichts, aber das wissen Sie ja auch, verflucht. Ist ja schon gut, sagte sie gedehnt. Ich glaube dir ja, aber ich muss noch etwas wissen. Was denn? Sie sind also wieder verschwunden. Haben Sie denn gesagt, was Sie vorhaben? Nein. Eine Hand presste sich gegen die Stirn des Mannes. Denk genau darüber nach, was du sagst. Du kannst dir auch Zeit lassen. Ich will nur keine Lügen hören. Aber ich konnte Ihnen nichts sagen, weil ich nichts weiß. Ich habe Ihnen nur einen Rat gegeben. Aha. Das war ganz harmlos, sagte er schnell. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sich an andere Verkäuferinnen wenden sollen. Möglicherweise haben die Kolleginnen mehr von ihr gehört, aber genau weiß ich das auch nicht. Sie hatten auch nichts dagegen. Sie sind einfach gegangen, und dann sind Sie erschienen. Justine Carvalho nickte. Es war ihr nicht anzusehen, ob sie dem Mann glaubte oder nicht aber sie nahm schon eine entspannte Haltung ein. Allerdings ließ sie den Blick nicht vom Hals des Mannes, und ihre Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln. Dann bewegte sie sich. Es war ein schneller Griff, dem der Mann nichts entgegenzusetzen hatte. Er wollte noch zurückzucken, doch es war zu spät. Die gespreizten Finger einer Hand erwischten sein Gesicht, und plötzlich hatte seine Haut rote Streifen, und Schmerzen durchzuckten Gentry. Blut rann aus den Wunden, die gar nicht mal tief waren, aber die Cavallio hatte es so gewollt. Mit einem zweiten Ruck und einer gedankenschnellen Bewegung umklammerte sie den Hals des Mannes mit einem regelrechten Würgegriff. Aber sie wollte ihn nicht auf diese Art und Weise umbringen, sondern zerrte ihn von seinem Stuhl hoch und wuchtete ihn quer über den Schreibtisch, wobei einer der beiden Computer in Bewegung geriet, dann über die Kante kippte und auf dem Boden landete. Jetzt hatte Justine freie Bahn. Sie presste den Körper gegen die harte Unterlage, öffnete den Mund so weit wie möglich und rammte dann ihre beiden spitzen Eckzähne in den Hals des Opfers. Ob wir das Richtige taten, wussten wir nicht, als wir den Weg zurückgingen. Wir dachten auch daran, das Lager zu durchsuchen, das in einem Anbau untergebracht war und an der Frontseite die Rampate. Eins stand fest, wenn Justine Carvalho es geschafft hatte, auf die Erde zurückzukehren, würde sie hier auftauchen. Und sie war eine Person, die einfach nicht zu so übersehen war. Sie fiel immer auf, egal ob die Menschen sie positiv sahen oder negativ. Wenn sie einmal da war, dann übernahm sie sofort die Herrschaft. Wir kannten sie lange genug. Und lange hatte sie auch auf unserer Seite gestanden, bis es nicht mehr möglich war. Denn da war ihr blutiger Wahnsinn voll mit ihr durchgegangen. Und sie hatte alles über Bord geworfen, was sie zuvor noch in unserer Nähe gehalten hatte vor allen dingen jane collins in deren haus sie sich kurzerhand eingenistet hatte das war vorbei sie war wieder ihren eigenen weg gegangen und in ihr steckte der geist oder die seele des supervampirs will mallmann so waren die beiden erzfeinde die früher mal verbündete gewesen waren wieder zusammengekommen doch ich sah auch wieder die szene in der blockhütte vor mir wie eine lichtaura um nadine berger und justine Carvalho entstanden war durch die ich für Sekundenbruchteile die Landschaft von Avalon zu sehen geglaubt hatte. Dann waren die beiden Frauen mit dieser Lichtaura verschwunden, und Suko und ich hatten gehofft, nie wieder etwas von Justine Carvalho zu sehen. Jetzt wusste ich, dass wir uns noch nie so getäuscht hatten. Sukkos Bemerkung riss mich aus meinen Gedanken, denn er sagte, es ist mir einfach zu ruhig. Wie meinst du das? Suko dachte kurz nach. Es könnte sein, dass sie Blut braucht. Nach diesem Satz blieben wir stehen. Wir befanden uns inzwischen nicht weit vom hinteren Zugang entfernt und nahe der Büros. Um uns herum herrschte der normale Betrieb. Wir hörten durch die geschlossenen Bürotüren das Läuten der Telefone, hin und wieder auch Stimmen. Und aus dem Lagerhaus hervor schallte die ärgerlich klingende Stimme eines Mannes. Es war eine Situation für uns, die eine Entscheidung verlangte. Wir wussten nun nicht, was am besten war. Ich hatte die Cavallo nicht gesehen. Da musste ich mich schon voll und ganz auf Suko verlassen, doch auch seine Entdeckung war nur kurz gewesen, und mir kamen die ersten Zweifel. Suko kannte mich gut. Er las mir meine Gedanken praktisch am Gesicht ab. Glaubst du mir nicht, was Justine angeht? Doch, doch, ich glaube dir. Es wundert mich nur, dass wir nichts von ihr hören oder sehen. Denk mal an den Film, den wir gesehen haben, sagte mein Freund. Da tauchte plötzlich Asunga auf und hat ihre Hexenfreundin gerettet. Die Halbvampirin aber wurde vernichtet. Knallhart. Einfach verbrannt. Und weiter? Jetzt ist die Cavallio sauer. Sie hat eine Helferin verloren und sie weiß genau, wo das Geschehen ist. Möglicherweise ist sie auch über Asungas Erscheinen informiert. Das kann sie nicht hinnehmen. Sie muss reagieren und fängt hier am Ort des Geschehens an. Alles möglich, Suko. Aber noch hat sie keine Zeichen gesetzt. Sonst hätten wir etwas gehört oder anders wie mitbekommen. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass man uns geleimt hatte. In meinem Blickfeld befand sich die Tür zum Büro des Geschäftsführers. Wir hatten diesen Mike Gentry ja erlebt, und zwar als einen recht unangenehmen Typen. Ich nickte Suko zu, als ich mich entschlossen hatte. Weißt du was? Wir werden nochmal mit Gentry reden. Warum? Irgendwie ist er für mich ein Reiztyp. Ich denke auch, dass er uns nicht alles gesagt hat. Wie du willst. Ich ging schon mit schnellen Schritten auf seine Bürotür zu. Kurz bevor ich sie erreicht hatte, hielt ich an und schob den Kopf vor, denn ich hatte ein Geräusch aus dem Büro gehört, mit dem ich meine Probleme hatte. Um es mit anderen Worten auszudrücken, es war undefinierbar. Soko wunderte sich über meine Haltung. Er wollte wissen, was los war. Ich sagte es ihm. Warte, ich werde auch mal lauschen. Nein, ich hatte mich entschieden. Wir gehen rein. Sicher? Und ob. Dann los. Eine Sekunde später, rissen wir die Tür auf. Mike Gentry lag auf dem Schreibtisch. Das bekam er gar nicht richtig mit, denn er glaubte noch immer, einen Albtraum zu erleben. Es war heller Tag, aber über ihm lag ein Geschöpf der Nacht, ein weiblicher Vampir, der sich im Tageslicht bewegen konnte und bei ihm eingedrungen war. Gentry starrte in ein Gesicht, in dem er eigentlich nur dieses weit aufgerissene Maul und die beiden Blutzähne sah, die ihm wie zwei spitze Dolche vorkamen und nur darauf zu lauern schienen, in seinen Hals hacken zu können. Es war seit dem Angriff nicht viel Zeit vergangen, und trotzdem kam es Gentry vor, als würde er schon über Minuten hinweg auf seinem Schreibtisch liegen. Er spürte keinen Atem, der in sein Gesicht fächerte, und doch drang ein Zischen aus der Kehle der hellblonden Angreiferin. Sie war ein Ungeheuer, das in einem menschlichen Körper steckte. Er fand nicht mal die Kraft, einen Schrei auszustoßen. Nur angsterfüllte, jammernde Laute drangen aus seinem Mund. Er würgte ein Wort hervor und schaffte es schließlich, den Kopf leicht anzuheben. Bitte, bitte! Justine griff zu. Ein Handballen schlug gegen seine Stirn. Sein Kopf fiel wieder zurück, prallte auf die Schreibtischplatte und wurde nach rechts gedreht, so sodass sich die Haut an seiner linken Halsseite spannte. So war sie perfekt für den Biss. Bisher hatte sich der Kopf der Blutsaugerin kaum bewegt. Jetzt zuckte er nach unten. Die Blicke hatten das Ziel bereits ins Visier genommen und die Vampirhauer bissen zu. Mike Gentry spürte, wie sie tief in seinen Hals eindrangen. Schmerz flutete um die Wunde herum und er spürte, dass Blut die Adern verließ und aus der Wunde drang. Es spritzte in den Mund der Blonden, die mit ihren Lippen an seinem Hals festklebte, als sie schluckte. Er bekam die Schluckbewegungen mit, und es war für ihn einfach furchtbar, obwohl sich der erste Schmerz gelegt hatte. Gentry dachte auch nicht an Widerstand, er fühlte sich einfach zu schwach, die Arme zu heben oder die Beine anzuwinkeln. Es war der Augenblick, an dem er sich selbst verloren gab. Und die Cavaglio saugte. Hungrig war sie immer, und so nahm sie jede Gelegenheit wahr, das Blut ihrer Opfer zu trinken, denn sie konnte sich immer auf ihre Stärke verlassen. Wir hatten freie Sicht und konnten es nicht glauben. Das Bild war einfach zu schrecklich. Und es war auch zu überraschend für uns gekommen. So hatten wir uns auf die Cavallio eingestellt, dass wir sie aber in einer derartigen Lage finden würden, das war für uns die große negative Überraschung. Ihr Opfer, Mike Gentry, lag rücklings auf seinem Schreibtisch. Justine presste sich auf ihn und ihr Kopf befand sich dabei in Halshöhe des Mannes. Was das bedeutete, wussten wir verdammt gut. Sie hatte den Biss bereits angesetzt. Suko und ich brauchten nichts zu sagen und uns gegenseitig abzusprechen. Ob Gentry noch zu retten war, stand in den Sternen. Auf keinen Fall durften wir Zeit verstreichen lassen. Und sofort hetzten wir auf die beiden zu. Ich war diesmal schneller als Suko. Noch im Laufen setzte ich zu einem Schlag an, der den Kopf der Blutsaugerin treffen sollte, um sie von ihrem Opfer abzubringen. Sie hatte mich gesehen oder nur geahnt. Jedenfalls löste sich ihr Mund vom Hals des Mannes. Sie zuckte hoch und hielt mir ihren Arm entgegen. So traf ich nur ihn und nicht den Kopf. Der eigene Schwung aber schleuderte mich nach vorn, und ich geriet ins Stolpern und trat gegen den am Boden liegenden Computer, den ich zu spät sah. Deshalb stolperte ich und bekam erstmal nicht mit, was hinter mir passierte. Soko war mir auf den Fersen gewesen. Er hatte gesehen, was mit mir geschehen war. Er war jemand, den so leicht nichts umwarf, der sich in allen Kampftechniken auskannte, vom Boxen bis hin zum Kendo. Aber auch die Cavallio war nicht ohne. Als Blutsaugerin war sie mit wesentlich stärkeren Kräften ausgestattet als ein Mensch, das wusste Suko. Er hatte es aber in diesem Moment vergessen, als er zu einem Sprung ansetzte und ihren Kopf mit einem Karatetritt treffen wollte. Er traf auch. Nur war es nicht der Kopf der Blutsaugerin, sondern deren Arme, die sie blitzschnell in die Höhe gerissen hatte. Sie war kein normaler Mensch, denn der wäre umgefallen oder weggeschleudert worden. Nicht so die Cavallio. Sie war nicht nur stärker als ein Mensch, sie konnte auch mehr einstecken. Und das bekam Suko zu spüren, denn die Arme bremsten seinen Tritt ab. Seine Gegnerin fiel nicht mal zu Boden, und sie startete sofort einen Gegenangriff. Ein Stoß mit dem Knie, Traf Suko an einer schmerzempfindlichen Stelle. Das war der Unterschied zwischen den beiden. Die blonde Bestie verspürte keine Schmerzen. Nicht bei normalen Waffen. Da konnte sie kämpfen wie ein Roboter. Und genau das zeigte sie in diesen Augenblicken. Der Treffer hatte Suko zurückgetrieben. Er prallte gegen die Tür und rammte sie in dem Rahmen. Dabei hatte er das Gefühl, seinen Bauch nicht mehr zu spüren. Er schnappte nach Luft und erlebte, dass seine Knie weich wurden und er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Es war ihm, dem Kämpfer selbst peinlich, doch er rutschte mit dem Rücken an der Tür entlang und glitt dabei in die Hocke. Das war für die Blutsaugerin perfekt. Für sie gab es keine Gnade mehr mit den beiden Geisterjägern. Sie wollten nur noch vernichten, und plötzlich bot sich ihr die Chance. Soko hockte wehrlos vor ihr. Er war nicht mal mehr in der Lage, einen Arm zu bewegen, um an seinen Stab zu gelangen. Der Treffer hatte ihn paralysiert. Auch sein Blick war nicht mehr so klar. Er sah die Vampirin zwar, aber nur verschwommen. Das alles hatte ich nicht mitbekommen. Zwar war ich von der Cavallio nicht niedergeschlagen worden, sondern einfach nur gestolpert. Im Grunde war es jedoch egal. Man hatte mich außer Gefecht gesetzt, aber nicht für immer. Ich war wieder da. Um Mike Gentry kümmerte ich mich nicht. Er lag noch immer auf seinem Schreibtisch und wirkte wie eine Puppe, die man dort abgelegt hatte. Es ging mir um die Cavaglio, die noch da war. Und es ging mir um Soko. Ich brauchte nur einen Blick, um zu erkennen, was sich da anbahnte. Automatisch löste sich ein Schrei aus meinem Mund, und zugleich riss ich die Beretta hervor. Geweihte Silberkugeln sorgten für die Vernichtung eines Vampirs. Das zumindest war die Regel, aber es gab leider auch eine Ausnahme davon. Und die hieß Justine Cavaglio. Eine Kugel, die geweiht war, konnte sie nicht so leicht töten. Es sei denn, man würde ihr den Schädel mit dem geweihten Silber vollpumpen. An meine stärkste Waffe, das Kreuz, kam ich nicht so schnell heran, und so musste ich es eben mit einer Kugel versuchen. Die Cavaglio hatte sich um Suko kümmern wollen, wahrscheinlich um ihm den Rest zu geben, doch das gelang ihr nicht mehr. Sie hatte im Rücken zwar keine Augen, aber einen Instinkt, den man nicht unterschätzen durfte. Plötzlich fuhr sie herum. Da lief ich bereits mit der gezogenen Waffe auf sie zu. Ich schoss auch und erlebte im nächsten Augenblick etwas für mich Schlimmes. Die Kugel traf ein Ziel, aber nicht die Cavallio. Die war für mich zu einem Schatten geworden, so schnell bewegte sie sich. Dafür klatschte die Kugel über Sukos Kopf in die Tür. Ich sah plötzlich kein Ziel mehr und musste mich innerhalb einer Sekunde neu orientieren. Plötzlich sah ich Justine Cavaglio in der Luft schweben, vor und leicht über mir. Aus dem Stand heraus hatte sie einen Salto geschlagen und fiel jetzt wieder nach unten. Meinen rechten Arm bekam ich so schnell nicht hoch. Etwas tauchte vor meinem Gesicht auf und einen Moment später dröhnte der Schlag gegen meinen Kopf, der mich in ein tiefes Dunkel tauchte, durch das noch einige Sterne blitzten, die ich sah, bevor ich rücklings auf dem Boden landete, was ich nicht mehr mitbekam. Ich sah auch alles weitere nicht, spürte nur im Unterbewusstsein, wie mich zwei Hände so locker hochrissen, als hätte ich kein Gewicht. Jemand wuchtete mich über seine Schulter, und wie ich aus dem Büro geschafft wurde, bekam ich ebenfalls nicht mehr mit. Die Cavallio aber hatte einen großen Sieg errungen. Suko lebte noch, aber er war angeschlagen, was auch nicht jeden Tag vorkam. Er hatte die Augen weit geöffnet, bekam nur eingeschränkt Luft und wirkte mehr, als dass er atmete. Er sah, dass auch John keine Chance gegen die Cavallio hatte. Aber er konnte nicht eingreifen, weil er einfach noch zu schwach war. Auch als die Blutsaugerin auf ihn zurannte, tat er nichts. Er rechnete damit, wieder von ihr angefallen zu werden, doch das geschah nicht. Er war plötzlich uninteressant geworden, denn die Cavallio wollte nur die Tür aufziehen. Dafür musste sie ihn aus dem Weg schaffen. Mit einem heftigen Tritt schleuderte sie Suko zur Seite, der seitlich auf den Boden prallte und dort liegen blieb. Dass die Tür geöffnet wurde, bekam er nur am Rande mit, und so sah er auch nicht, wie die Cavallio verschwand. Sie zu verfolgen war nur ein kurzer Gedanke, denn das konnte er bei seiner Schwäche vergessen. Er war froh, wenn er sich überhaupt erheben konnte, denn im Moment hatte er noch immer mit den Folgen des Treffers zu kämpfen. Die Tür war nicht wieder zurück ins Schloss gefallen. Aus dem Flur hervor hörte er die Rufe der Mitarbeiter, ohne darauf zu achten. Er wusste, dass er nicht mehr liegen bleiben durfte. Er musste sich zusammenreißen, um endlich auf die Beine zu kommen, trotz seiner Schwäche. Er richtete sich so weit auf, dass er in eine sitzende Haltung gelangte. Sein Blick hatte sich inzwischen geklärt, und so sah er Mike Gantry noch immer auf dem Schreibtisch liegen und sich nicht bewegen. Und er sah noch etwas. Ganz in seiner Nähe lag eine Beretta, und er wusste, wem sie gehörte. Dem Mann, der aus dem Büro verschwunden war. Warum? Wieso? Sukos Gedankenapparat begann allmählich wieder zu arbeiten. Er dachte daran, dass die Cavallio gewonnen hatte. Wäre es anders gewesen, hätte die Beretta dort nicht gelegen. Noch immer kämpfte Suko gegen die eigene Schwäche, aber er war auch dabei, sich zu erholen. In der Mitte des Körpers kehrte wieder das Gefühl zurück, auch wenn es nicht eben angenehm war, weil es mit Schmerzen verbunden war. Suko nahm die Wand zur Hilfe, als er sich auf die Füße quälte. Er stand und blieb auch stehen. Es fiel ihm nicht leicht, aber er riss sich zusammen. Einatmen. Gegen einen Schwindel angehen. Gekrümmt blieb er stehen. Die Luft pfiff durch den Spalt zwischen seinen Lippen. Er sah, dass sich die Tür bewegte, weil sie von außen angestoßen worden war. Automatisch griff er zur Waffe, ließ sie aber los, als er sah, wer da in der Türöffnung auftauchte. Es war eine Frau mittleren Alters, die wohl durch die Geräusche alarmiert worden war. Soko wurde von ihr nicht bemerkt, da er sich im toten Winkel aufhielt. Aber der auf seinem Schreibtisch liegende Mike Gantry war nicht zu übersehen, und als die Frau ihn erblickte, stieß sie einen leisen Schrei aus. Mein Gott, Chef, was ist mit Ihnen? presste sie hervor. Soko hatte sie beobachtet und sah jetzt, dass sie auf den Schreibtisch zulaufen wollte, genau das musste er verhindern. Nein, bleiben Sie stehen. Die Frau schrie erneut, denn mit einer fremden Stimme hatte sie nicht gerechnet. Wer sind Sie? Haben Sie das getan? Das Gesicht der Frau sah plötzlich zur Furcht aus. Nein, aber gehen Sie. Sie wich tatsächlich einen Schritt zurück. Die Polizei ist bereits gerufen worden. Sie wird bald hier sein. Sie können nicht mehr verschwinden. Soko winkte ab. Ja, ja, schon gut. Aber jetzt verschwinden Sie. Nein, was ist mit meinem Chef? Ich weiß es noch nicht. Sie zitterte und flüsterte Aber er blutet. Ich weiß. Gehen Sie jetzt. Sie warf Suko noch einen Blick zu, der undefinierbar war, dann presste sie beide Hände auf ihre Wangen und rannte weg. Suko atmete auf, ohne jedoch wirklich erleichtert zu sein. Er blieb zurück, um sich um den Mann zu kümmern, der noch immer auf seinem Schreibtisch lag. Suko hatte die Szene nicht vergessen. Bei seiner Ankunft zusammen mit John Sinclair hatten beide die Cavallio gesehen, die sich über den liegenden Mann gebeugt hatte, und ihr Kopf war nahe an seinem Hals gewesen. Jetzt trat Suko näher, wobei schlimme Ahnungen in ihm aufstiegen. Was er wenige Sekunden später sah, war schlimm. Aus einer Halswunde an der linken Seite war das Blut gequollen, und die Wunde, eigentlich waren es zwei Bissstellen, die ineinander übergingen, war durch das hervorgetretene Blut ein einziges rotes Mal. Das nahm Suko zuerst wahr. Er wollte sich danach um den Mann kümmern, denn es war nicht sicher, dass die Cavallio ihn schon zu einem Vampir gemacht hatte. Möglicherweise war er auf dem Weg, sich in einen Halbvampir zu verwandeln, aber dazu kam Suko nicht mehr, denn hinter ihm entstand ein Luftzug. Und dann hörte er die kalte Stimme eines Mannes. Auf den Boden und die Arme ausstrecken! Da wusste Suko, dass die alarmierte Polizei eingetroffen war. Irgendwo im Nirgendwo. Dieser Spruch kreiste durch meinen Kopf, als wollte er die Schmerzen, die mich malträtierten, noch mal stärker werden lassen. Die tiefe Bewusstlosigkeit war verschwunden. Ich tauchte langsam wieder auf und war froh darüber, dass mein Erinnerungsvermögen oder einfach nur mein Denken nicht gelitten hatten. Das Nirgendwo bestand aus einer tiefen Dunkelheit, die mich umgab. Zudem spürte ich das Schütteln und Rütteln einer Unterlage, auf der ich rücklings lag, was meinem jetzigen Zustand nicht eben gut tat, denn die Stiche verwandelten sich bei jeder Bewegung in kleine Explosionen und machten mich wehrlos. Es war schlimm und wurde noch schlimmer, denn plötzlich war ich geistig nicht mehr da. Der tiefe Schacht der Bewusstlosigkeit hielt mich wieder umfangen, und ich lag dort in der absoluten Tiefe. Auch die zweite Phase ging vorbei. Als ich erneut erwachte, war ich in der Lage, mich zu bewegen, beließ es aber zunächst bei meinen Augen, die ich aufschlug. Ich sah nicht viel. Besser ausgedrückt, ich sah überhaupt nichts. Mich umgab eine dichte Finsternis, in der ich vergeblich nach irgendwelchen Lichtreflexen suchte. Etwas hatte sich trotzdem verändert. Ich wurde nicht mehr geschaukelt oder geschüttelt, sondern lag ruhig auf der harten Unterlage, die sich überall befinden konnte. Zudem hatte ich inzwischen festgestellt, dass ich gefesselt war. Meine Hände waren mit Klebestreifen auf meinem Bauch zusammengebunden worden. Wo war ich? Eigentlich war es lächerlich, diese Frage zu stellen. Es war finster um mich herum. Und ich fand nicht heraus, ob ich in einem großen oder kleinen Raum lag. Um etwas herauszufinden, wollte ich mich am Geruch orientieren. Er umgab mich. Ich glaubte, Metall auf der Zunge zu schmecken, möglicherweise auch einen Hinweis auf Abgase. Wenn das zutraf, dann befand sich mein Gefängnis auf der Ladefläche irgendeines Autos, mit dem man mich wegschaffte. Und dafür kam nur eine Personenfrage. Justine Cavaglio. Mir wurde klar, dass sie ihr größtes Ziel erreicht hatte, denn ich befand mich in ihrer Hand. Genau das hatte sie gewollt. Das war ihr Triumph. Danach hatte sie gegiert und sich sogar Zeit gelassen, denn seit ihrer Abkehr von uns war schon eine gewisse Zeitspanne verstrichen. Wenn ich ehrlich war, hatte ich eigentlich mit einem früheren Angriff gerechnet. Aber nun waren wir der Cavallio durch Zufall in die Quere geraten und sie hatte eiskalt zugeschlagen. Soko und ich hatten dieser Aktion nichts entgegensetzen können, und wir waren nicht eben Anfänger. Jetzt wusste ich, wie stark Justin Cavaglio wirklich war. Was würde passieren? Ich war kein Hellseher, ging jedoch davon aus, dass die Cavallo ihren Triumph auskosten würde, und das bis zum bitteren Ende. Sie hatte gewonnen. Sie war die Siegerin, und wie ich sie einschätzte, würde sie mich vorführen wollen, ehe sie dazu überging, mich in einen anderen zu verwandeln. Ja, so und nicht anders würde es aussehen. Sie würde mich nicht erschießen oder mir die Kehle aufschlitzen. Nein, sie wollte mich an ihrer Seite wissen. Und das war nur möglich, wenn sie mich in einen Blutsauger verwandelte. So manches Mal hatte sie mir erklärt, wie gut ihr mein Blut schmecken würde. Das glaubte ich ihr aufs Wort. Und jetzt hatte sie alle Chancen, es in die Tat umzusetzen. Die Gedanken daran hätten normalerweise meinen Widerstandswillen angestachelt. In diesem Fall leider nicht, denn ich litt einfach noch zu stark unter den Nachwirkungen des Treffers. In meinem Kopf war noch immer einiges durcheinander, und ich traute mich nicht mal, mich zu bewegen, geschweige denn zu versuchen, auf die Füße zu gelangen. Auf der anderen Seite stand auch fest, dass ich nicht ewig hier liegen würde, und jetzt stellte ich fest, dass es nicht ganz so finster war, wie ich zunächst angenommen hatte. Es gab in meiner Nähe so etwas wie einen Grauschleier, der sogar eine Form hatte, und zwar die eines fensters das sich an einer seite in einer bestimmten höhe befand so dass ich meine vermutung bewahrheitete auf einer ladefläche eines lieferwagens zu liegen ich hörte von draußen nichts keine geräusche die darauf hingewiesen hätten wo ich mich befand es war alles recht still in meiner umgebung die einzigen geräusche die ich vernahm stammten vom fahrzeug selbst bei dem es hin und wieder knackte und das an verschiedenen stellen Zusammengefasst war ich der Meinung, dass dieses Fahrzeug an einem einsamen Platz stand, der sich möglicherweise irgendwo im Wald befand oder an einem anderen einsamen Ort. Die Schmerzen blieben, aber sie ließen nach. Da gab es wieder Hoffnung, und ich dachte jetzt daran, dass es Zeit war, mich um meine Fesseln zu kümmern. Das Klebeband war ein widerliches Zeug, und es hielt fest wie Leim. Das merkte ich schon, als ich begann, meine Hände langsam zu bewegen. Also vorerst nichts. Ich stoppte meine Bemühungen, als ich etwas von außen her hörte. Das Geräusch war nicht näher zu definieren. Es konnte sein, dass jemand um den Wagen herumging, und damit hatte ich mich nicht getäuscht, denn das nächste Geräusch war zu hören, als hinter mir eine Klappe geöffnet wurde. Es war eine Hintertür, die aus zwei Hälften bestand, wie ich soeben noch erkannte. Licht sickerte in das Fahrzeug und breitete sich auf der Ladefläche aus. Es war nicht zu hell und schmerzte auch nicht in meinen Augen. Das ließ mich vermuten, dass ich mich an einem Ort befand, an dem es recht schattig war. Das alles war zweitrangig, als ich die Gestalt sah, die dicht hinter der offenen Ladefläche erschien. Es war keine Überraschung für mich. Trotzdem biss ich mir auf die Unterlippe, als ich Justine Carvalho erkannte. Sie steckte natürlich in dem mir bekannten Outfit. Hinter ihr sah ich Baumstämme, und ich dachte daran, dass ihre Kleidung in einen Wald passte wie die Faust aufs Auge. Sie drückte ihre Hände auf den Boden der Ladefläche und beugte sich hinein. Hi, John, wie geht es dir? Ich verkniff mir die Antwort. Sie lachte dann. Endlich sind wir allein, und das an einem romantischen Ort im Wald. Ich hatte keine Lust, mich mit ihr zu unterhalten, und schwieg deshalb auch weiterhin. Außerdem war ich noch nicht voll wieder da. In meinem Kopf tobten weiterhin kleine böse Klopfgeister. Was konnte ich tun? Ich war es gewohnt, dass ich mir diese Frage automatisch stellte, aber ich wusste diesmal keine Antwort. Nichts konnte ich tun, einfach gar nichts. Ich war dieser Person auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ich hörte ihr lachen. Ja, ja, John, ich kann mir vorstellen, wie es in deinem Inneren aussieht. Würde mir ja auch so ergehen, aber ich hätte mich anders verhalten als du. Klar, das hätte sie, aber ich war nicht sie. Egal. Ich nehme es dir nicht übel, wenn du mir nichts sagen willst. Wäre ich in deiner Lage, hätte ich wohl auch nicht anders reagiert. Jetzt sprach ich sie leise an. Verdammt, ich sah dich in einer Lichtaura verschwinden und dachte, dir niemals wieder begegnen zu müssen. Sie lachte hämisch. Da hast du dich aber mächtig getäuscht. Wie hast du es? Sie unterbrach mich mit einem schrillen Lachen. Dann sagte sie Lass deine dummen Fragen. Ich werde dir nicht verraten, wie ich es geschafft habe, nach London zurückzukehren. Außerdem wird es dich bald überhaupt nicht mehr interessieren. Was willst du eigentlich? Mich freuen. Aha. Ich freue mich, dass wir beide endlich wieder zusammen sind und auch Zeit für uns haben. Wie schön für dich. Sei nicht zu so sarkastisch, John. Denk an die früheren Zeiten, die leider für dich vorbei sind. Aber es gibt die Erinnerung, und die halte ich wach. Sie hatte zwar geredet, ich hatte sie auch gehört, aber ihre Worte waren einfach an mir abgetropft. Dann wollen wir mal, mein Lieber, sagte sie mit einer übertriebenen Freundlichkeit. Sie veränderte ihre Position und schob ihren Oberkörper in den Wagen. Danach streckte sie die Arme aus und zwei Hände umklammerten meinen linken Arm. Ich wurde über den Boden auf die offene Hecktür zugeschleift und danach aus dem Wagen geheft. Bis dahin ging noch alles glatt. Bis mich die cavallio auf die Füße stellte, was schlimm für mich war, denn jetzt jagten die Schmerzen wieder stärker durch meinen Kopf, so sodass ich den Überblick verlor. Ich wusste nicht mehr, wo ich war, und hätte die Cavallio mich nicht festgehalten, wäre ich zusammengebrochen. Dafür durfte ich mir ihren spöttischen Kommentaren hören. Schwächelst du etwa, Geisterjäger? Ich gab eine Antwort, die nicht aus Worten bestand, sondern einem scharfen Zischen. Die Welt um mich herum drehte sich wieder, und ich war der Blutsaugerin dankbar, dass sie mich festhielt, so dass ich mich allmählich erholen konnte. Die Schwankungen und Drehungen hörten auf. Ich erkannte, wo ich mich befand. Nämlich auf einer halbkreisförmigen Lichtung. Denn Bäume sah ich nur an einer Seite. Ansonsten hatte ich einen freien Blick, der mir jedoch keine Hoffnung brachte. Denn nirgendwo war ein Ort oder auch nur ein Haus zu sehen. Geht es wieder? fragte Justine besorgt. Ich hätte ihr am liebsten das glatte Gesicht zertrümmert, aber das war nicht möglich. Sie war zu stark. Zudem waren meine Hände gefesselt. Was willst du, Justine? Dich. Ich lachte. Du hast mich doch. Das stimmt, aber ich will dich ganz. Ich will dir auch zeigen, wie dumm du bist. Du hättest dich damals nicht auf die andere Seite stellen sollen. Es wäre alles so weitergelaufen wie immer. Aber du hattest ja deine Prinzipien. Die ändern sich auch nicht. Dein Pech. Ich kämpfte noch immer gegen die Schmerzen an, was nicht leicht war. Mal waren sie verschwunden, dann kehrten sie in Wellen zurück, und dann hatte ich Mühe, normal stehen zu bleiben. Wo sind wir hier? Ich wollte endlich mehr wissen und hatte nur deshalb gefragt. Wir sind hier ganz für uns, John. Wir beide nur, sonst niemand. Wir haben all die Ruhe, die wir brauchen. Endlich nur wir beide. Ja, und weiter? Sie stand vor mir und hob die Schultern. Du weißt doch, dass ich eine treue Person bin. Wir haben lange zusammen auf einer Seite gestanden. Wie ich davor auch mit Dracula dem Zweiten. Es war auch nicht vergessen. Oder besser, man hat ihn nicht vergessen. Es geschieht selten, dass der Spuk eine Seele wieder frei lässt. Bei Malmann, dem Supervampir, hat er eine Ausnahme gemacht. Und jetzt hat seine Seele einen neuen Körper gefunden. Nämlich meinen. Aber das weißt du ja, John. Du bist selbst dabei gewesen. Ich kann nicht vergessen, wie sehr ich mich an dich gewöhnt habe. Ich will nicht, dass du von meiner Seite verschwindest. Sie klopfte gegen meine Wange. Ja, so treu bin ich nun mal. In mir kochte es, aber ich konnte die Hitze nicht löschen. Ich war wehrlos, auch ohne die gefesselten Hände wäre es mir unmöglich gewesen, sie zu besiegen. Nicht mit den Fäusten und die Beretta besaß ich nicht mehr. Allerdings das Kreuz das nicht sichtbar vor meiner Brust hing. Ich wusste auch, dass sich die Blutsaugerin davor fürchtete. Sie konnte vieles, was für normale Vampire nicht möglich war, doch mein Kreuz an sich zu nehmen, das würde auch sie nicht überleben. Sie sprach weiter. Ich denke, John, dass wir beide ein tolles Paar abgeben werden. Wir würden die Welt zum Kochen bringen. Die Blutsaugerin und der Geisterjäger, das ist ein Team. Das ist perfekt. Das hat es noch nicht gegeben. Sie erzählte mir nichts Neues. Ich brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorstellen zu können, was sie sich ausgemalt hatte. Ich würde als Blutsauger existieren, aber dennoch weg vom Fenster sein. Menschen würde ich mit anderen Augen ansehen und immer daran denken, was in ihren Adern floss. Na, was sagst du? Lieber nichts. Justine kicherte. Du kannst dir nur nicht vorstellen, wie es weitergehen wird. Aber lass dir gesagt sein, dass dieses Leben wunderbar ist. Du brauchst auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Klar, am Anfang wirst du dich daran gewöhnen müssen, aber das geht schnell vorbei. Ich weiß das. Ich habe es selbst einmal erlebt. Das stimmt. Aber ich will auch menschlich sein, John. Ich denke da an deine Freunde, die ja für dich wie eine Familie waren. Das habe ich selbst am eigenen Leib erfahren dürfen. Schließlich durfte ich lange Zeit bei deiner Freundin Jane Collins leben, und ich denke, dass man sie nicht außen vor lassen soll. Jetzt horchte ich auf. Denn aus ihren letzten Worten hatte ich einen gewissen Hintersinn herausgehört. Was meinst du? Wir wollen Jane informieren, habe ich mir gedacht. Sie schaute mich kurz an. Auch wenn du gefesselt bist, John, wirst du es schaffen, ein Handy zu halten. Jetzt wurde mir alles klar. Du. Du meinst, dass ich sie anrufen soll? Ja, das meine ich. Ich bin kein Unmensch. Verabschiede dich von ihr als Mensch und sage ihr, dass ihr euch bestimmt unter anderen Voraussetzungen wiedersehen werdet. Sie grinste mir ins Gesicht und ihre kalten Augen funkelten dabei voller Vorfreude. Man konnte es drehen und wenden. Ich befand mich immer in der schlechteren Lage. Sie hielt alle Trümpfe in der Hand und holte jetzt mein Handy hervor. Die Nummer kenne ich noch auswendig. Ich werde sie wählen, dann kannst du dich als Mensch von ihr verabschieden. Ich denke, dass sich so etwas gehört. Und was ist mit meinen anderen Freunden? flüsterte ich und spürte die Trockenheit in meiner Kehle. Justine Carvalho schüttelte den Kopf. Sie musst du nicht anrufen. Das wird Jane Collins schon für dich erledigen. Sie nickte mir zu und riet mir, dass ich mir schon mal Gedanken darüber machen sollte, was ich Jane sagen würde. Zunächst mal schwieg ich. Den Blick hatte ich gesenkt, schielte auf die Blutsaugerin, die Janes Nummer mit einer stoischen Gelassenheit wählte. Als sie die letzte Zahl eingetippt hatte und die Verbindung herstellte, drückte sie mir den flachen Apparat zwischen die gefesselten Hände, die ich anheben und etwas drehen musste, um das Handy in die Nähe meines rechten Ohrs zu bringen. Jane war zu Hause. Sie hatte auch meine Nummer auf dem Display abgelesen und meldete sich. Hi, John, was gibt es? Soko war kurz davor gewesen, Handschellen angelegt zu bekommen, als man ihn anhörte und ihm gestattete, seinen Ausweis zu zeigen. Wenig später wurden die Kollegen sehr freundlich, entschuldigten sich und steckten ihre Waffen weg. Sie waren zu viert. Natürlich war es mit ihrem Eintreffen nicht getan, denn sie hatten Fragen, was diesen auf seinem Schreibtisch liegenden Mann anging. Soko setzte zu einer kurzen Erklärung an. Er wusste, dass er nicht die Wahrheit sagen konnte. Die Vampirgeschichte würde man ihm nicht abnehmen. Deshalb verwies er auf seinen durch den Ausweis gedeckten Sonderstatus und erklärte diesen Fall für top-secret. Was bedeutet das? wurde er gefragt. Soko atmete tief ein. Ich möchte, dass Sie mich mit dieser Person allein lassen. Aber der Mann benötigt medizinische Hilfe. Das wird sich noch herausstellen. Hier sind Dinge geschehen, die nur mich etwas angehen. Sollten Sie mir misstrauen, werde ich Superintendent Sir James Powell anrufen, der Ihnen dann erklären wird, dass ich recht habe. Schon gut, Sir, wir ziehen uns zurück. Sollen wir außerhalb des Zimmers warten? Vielleicht zwei von Ihnen. Gut. Die Männer grüßten kurz, dann drehten sie sich um und zogen sich aus dem Büro zurück. Nachdem die Tür geschlossen war, atmete Suko tief durch. Er fühlte sich persönlich besser. Aber wenn er an seinen Freund John Sinclair dachte, musste er schon heftig schlucken, um seine Befürchtungen in den Griff zu kriegen. John war weg, und er war sicherlich nicht freiwillig verschwunden. Dahinter steckte die Unperson, die als Blutsaugerin die Welt unsicher machte. Soko fühlte sich wie ein Verlierer. Er hatte es nicht geschafft, gegen die cavallo zu bestehen, und das bereitete ihm schon Magendrücken. Manchmal, wenn ihm wieder der Gedanke daran kam, Stieg ihm das Blut in den Kopf. Aber er konnte es nicht ändern. Suko dachte auch darüber nach, ob er Sir James über Johns Verschwinden berichten sollte. Das tat er vorläufig nicht, denn er musste sich erst um diesen Mike Gantry kümmern. Der Mann hatte sich die ganze Zeit über nicht bewegt. Da konnte man schon den Verdacht bekommen, es mit einem Toten zu tun zu haben. Daran glaubte Suko nicht. Er ging auch nicht davon aus, einen Vampir vor sich zu haben. So lange hatte die Cavaglio nicht saugen können. Die Tür war und blieb geschlossen. Soko ging davon aus, dass sie niemand stören würde, wenn er sich um den Geschäftsführer des Supermarktes kümmerte. Er sah den Computer auf dem Boden liegen, umging ihn und blieb dann dicht neben dem Schreibtisch stehen. Die Zähne der Blutsaugerin hatten sich in die linke Halsseite des Mannes gebohrt und sie an einer Stelle regelrecht aufgerissen. Da war schon recht viel Blut aus den Adern geströmt, aber nicht alles war von der Cavallio getrunken worden. Es gab auch welches, das den Hals beschmiert hatte. Die Augen des Mannes waren nicht geschlossen. Sein Blick war gegen die Decke gerichtet, aber Suko glaubte nicht, dass er wirklich etwas wahrnahm, denn der Blick war leer. War der Mann tot? Suko wollte es wissen. Er hob den linken Arm des Geschäftsführers an, um nach dem Puls zu fühlen. Was nicht mehr nötig war, denn Gentry meldete sich durch ein Stöhnen. Sofort zuckte Sukos Hand zurück. Jetzt sah er auch, dass sich die Augen des Mannes bewegten. Ein erneutes Stöhnen verließ seinen Mund, den er dabei zuckend in die Breite zog. Suko sprach ihn an: "Können Sie mich hören, Mr. Gentry?" Der Mann stöhnte wieder. Er nahm von Suko keine Notiz, aber er hatte bemerkt, in welcher Lage er sich befand. Und aus ihr wollte er heraus. Seine weitere Aktivität wurde wieder von einem Stöhnen begleitet, denn er wollte sich erheben. Er stützte sich ab, drehte sich nach links, so dass Suko befürchtete, dass er über die Kante rollen und zu Boden prallen würde. Er brauchte den Mann nicht abzufangen. Mike Gendry schaffte es auch so, den Schreibtisch zu verlassen. Er blieb stehen. Suko stand dicht vor ihm. Der Mann erholte sich zusehends. Er rollte mit den Schultern, um seinen mit Blut beschmierten Hals kümmerte er sich nicht. Er stierte Suko an. Der wusste noch immer nicht, was mit dem Mann los war und wie er ihn einschätzen sollte. Aber er stellte schnell die Veränderung in den Augen des Geschäftsführers fest. Bisher hatten sie einen recht toten Ausdruck gehabt, was sich nun änderte. Denn in die Augen kehrte so etwas wie Leben zurück. Nur war es ein Ausdruck, der Suko nicht gefallen konnte. Lauernd und auch gierig. Das brachte Suko sofort auf einen anderen Gedanken, der praktisch auf der Hand lag. Dieser Mann war von der Cavallo angefallen worden. Sie hatte ihre Zähne in seinen Hals gebohrt. Sie hatte es geschafft, einen Teil seines Blutes zu trinken, und es war ihr dabei gelungen, einen Keim zu legen. Genau das war auch mit den Halbvampiren passiert, und so war Suko sich sicher, es hier mit einem dieser ebenfalls blutgierigen Wesen zu tun zu haben. Außerdem war die Cavallo die Anführerin der Hartvampire. Ein Zischen drang über die Lippen des Mannes. Speichelblasen bildeten sich in den Mundwinkeln. Ein kurzes Kopfschütteln folgte. Danach durchlief ein Rucken die Gestalt und damit setzte sich Mike Gentry in Bewegung. Sein Ziel war Suko und er machte nicht den Eindruck, als wollte er ihn freundschaftlich umarmen. Seinem Blick war deutlich abzulesen, dass er etwas anderes mit ihm vorhatte. Suko wusste, dass er sich wehren musste. Er hätte eine Waffe ziehen und schießen können. Darauf verzichtete er, weil er sich noch immer nicht sicher war, tatsächlich einen Halbvampir vor sich zu haben. Deshalb wählte Suko eine andere Lösung. Wie immer trug er seine Dämonenpeitsche bei sich und mit einem Griff zog er sie aus seinem Gürtel hervor. Dass er eine Waffe in der Hand hielt, war nicht zu erkennen, dann aber schlug Suko einen Kreis über den Boden. Und aus der Öffnung des Griffs rutschten drei Riemen hervor, die eine leicht bräunliche Farbe hatten. Sie waren so lang, dass sie fast den Boden berührten, und auch Mike Gantry musste sie sehen. Nur reagierte er nicht, weil er sich nicht auskannte. Seine Hände ballte er zu Fäusten und schob den Kopf aggressiv vor, als er den nächsten Schritt auf Suko zuging. Der will mich töten, schoss es Suko durch den Kopf. Eine andere Alternative gab es nicht für ihn, denn der Blick des Geschäftsführers hatte nichts Positives mehr. Soko wich ein wenig zurück. Er brauchte die Distanz, um ausholen zu können, was er auch tat. Sein Schwung war kurz, die Peitsche zuckte nur ein wenig nach hinten, dann schwang sie wieder vor und mit ihr die drei Riemen. Wegen der kurzen Distanz fächerten sie kaum auseinander, was nicht nötig war, denn sie trafen den Mann voll. Er hatte noch nach ihnen greifen und sie stoppen wollen, doch das schaffte er nicht mehr, denn sie zischten an seiner Hand vorbei und trafen das Gesicht so wie einen Teil des Oberkörpers. Wenn dieser Mensch noch nicht infiziert war, dann tat ihm die Peitsche nichts. Befand er sich jedoch schon auf dem Weg zur schwarzmagischen Seite, sah die Sache anders aus. Soko hörte das Klatschen. Er zog die Waffe wieder zurück und wartete, was geschah. Mike Gantry war gestoppt worden, denn in ihm steckte der Keim, den die Cavallio gelegt hatte. Er brüllte auf, aber das war nicht alles, denn die Treffer zeigten noch eine weitere Wirkung. Besonders in seinem Gesicht, wo sich auf der Haut rote Streifen abmalten, war es zu erkennen. Es sah so aus, als wäre Säure in Bahnen in das Gesicht geschüttet worden. Und die hinterließen nicht nur die roten Streifen, sondern fraßen sich in die Haut, und zerstörten das Gewebe radikal. Suko sah alles überdeutlich. Er wusste jetzt, dass er richtig gehandelt hatte. Dieser Mike Gantry war kein menschliches Wesen mehr gewesen. Irgendwann in der nächsten Zeit wären ihm Zähne gewachsen, denn Suko war sich sicher, dass die Cavallio ihn sich noch mal vorgenommen hätte, um ihn zu einem richtigen Blutsauger zu machen. Es sah so aus, als wollte Gantry zur Tür, um dann aus dem Raum zu fliehen. Das schaffte er nicht mehr, denn er brach schon nach dem zweiten Schritt zusammen. Es sah so aus, als wären ihm die Beine zur Seite getreten worden. Schwer schlug er auf. Soko trat an ihn heran. Die Peitsche hielt er noch fest, denn er ging lieber auf Nummer sicher. Diesmal musste er nichts tun, denn Mike Gantry würde sich nie mehr erheben können. Er würde auch nicht mehr atmen, denn er war tot. Oder erlöst. Wie immer man das auch sehen mochte. Sein Gesicht sah gezeichnet aus. Die Haut war eingerissen, aber kein Blutquoll mehr hervor. Die Wunden sahen aus wie verkrustet. Das war geschafft. Es gab keine sichtbaren Probleme mehr, dafür aber ein unsichtbares, und das hatte auch einen Namen: John Sinclair. Er war und blieb auch verschwunden. Suko hatte wenig Hoffnung, dass sich plötzlich die Tür öffnen würde, und John über die Schwelle trat. Damit musste er zugeben, dass Justin Cavaglio gewonnen hatte. Dies zu akzeptieren war nicht leicht für Suko. Er hatte zudem keine Idee, wo er John Sinclair suchen sollte. Wenn er daran dachte, wie eiskalt die Cavallo reagiert hatte, gab er John nicht mehr viele Chancen. Dann tat er etwas, was er tun musste. Er griff zum Telefon und rief Sir James Powell an. Sie sind es, Suko. Ich habe von Glenda Perkins gehört, dass man Sie auf einen neuen Fall gestoßen hat. Das stimmt. Und? Ich habe leider nicht verhindern können, dass John Sinclair entführt wurde. Es wurde still in der Leitung. Dann, ein paar Sekunden später, hörte er wieder die Stimme seines Chefs. Wer hat das getan? Justine Cavaglio, Sir. Wieder war es fast still. Diesmal hörte Suko die schweren Atemzüge seines Chefs und erst dann seine leise Frage. Haben Sie eine Ahnung, wohin man ihn gebracht haben könnte? Nein, die habe ich nicht. Ich konnte mich auch nicht darum kümmern, ob es Zeugen gibt, weil ich selbst einiges erledigen musste. Aber jetzt werde ich mich umhören, Sir. Ich melde mich wieder. Nach diesem Satz beendete Suko das Telefonat. Nicht nur eine Hand, bei mir waren es beide Hände, die zitterten, als ich das Handy gegen mein Ohr drückte. John? hörte ich Janes vertraute Stimme. Ja, ich bin es. Jetzt hätte eigentlich eine Antwort erfolgen müssen, aber Jane zögerte ein wenig. Schließlich sagte sie Deine Stimme hat sich so anders angehört. Ich lachte leise. John, was ist los? Jetzt klang die Stimme der Detektivin ängstlich. Das bekam auch die Cavaglio mit, denn sie hatte den Lautsprecher eingestellt. Bitte, gib eine Antwort. Es fiel mir nicht leicht, etwas zu sagen. Ich musste mir meine Worte schon genau überlegen und gab die Antwort mit heiser, klingender Stimme. Ich habe wohl verloren, Jane. Wie meinst du das denn? Warum bist du so komisch? Justine Carvalho ist bei mir. Jetzt war es heraus, und jemand wie Jane Collins konnte sich denken, was das zu bedeuten hatte. Sie war ja über das große Drama informiert, was passiert war. Justine hatte ihre Wohnung verlassen, in der Jane wieder allein lebte. Mein Gott, flüsterte sie. Und wo bist du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Mir geht es auch nicht besonders gut. Sie war eben schneller als ich und Zuko. Das ist leider eine Tatsache. Jetzt hat sie die besseren Karten. Ich weiß nicht, wo wir uns befinden. Jane Collins sagte nichts mehr. Sie war sichtlich geschockt und musste zunächst mal nachdenken. Ich wusste, dass sie nach einer Lösung suchte, aber es stand auch fest, dass sie so schnell keine finden würde. Gib mir die Cavalio. Ja, ich versuche es. Justine grinste mich an. Ihre Augen funkelten und sie riss mir das Telefon förmlich aus den Händen. Es war ihr anzusehen, dass sie einen großen Spaß hatte. Hi Jane, wie geht es dir? Jetzt, wo wir nicht mehr in einem Haus wohnen, viel besser. Das glaube ich dir nicht, Jane. Denn jetzt musst du mit der Angst leben. Du weißt doch, Jane, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das hast du dir leider angetan und. Rede nicht so viel. Was ist mit John? Oh, er ist bei mir. Und das wird er auch bleiben. Selbst Vampire verspüren manchmal Sehnsucht nach einem Partner. Ich schließe mich davon nicht aus. John ist der Erste. Andere werden folgen. Auch du, meine Liebe. Ist das nicht prächtig? Wir werden wieder zusammen sein. Darauf kann ich verzichten. Die cavallio lachte. Ich kann dir versprechen, dass du John wieder siehst und ich werde dann zuschauen, wie er dein Blut trinkt. Es wird für ihn eine Premiere sein und die gönne ich ihm und auch dir. Jane war nicht auf den Mund gefallen. Jetzt allerdings war der Augenblick da, wo sie schwieg. Sie fand keine Antwort mehr. Und doch ich konnte ihr keinen Trost spenden. Mit einem üblen Lächeln auf den Lippen gab mir die Vampirin das Handy zurück. Was soll das? Du kannst ihr noch einen Abschiedsgruß schicken, Geisterjäger. Dann werdet ihr euch erst wiedersehen, wenn du deinen Blutdurst stillen musst. Jane Collins hatte mithören können. In ihrer Stimme schwang schon ein entsetzt klingender Unterton mit, als sie fragte: Stimmt das wirklich alles, John? Ja, leider. Sie flüsterte, Siehst du denn gar keine Chance? So ist es. Ein schneller Griff und die Cavallo hatte mir den flachen Apparat entrissen. Sie schaltete die Verbindung ab und schleuderte das Handy zu Boden. Das ist es gewesen, John. Ich musste mir nicht erst die Frage stellen, ob sie es ernst meinte. Sie meinte es ernst. Wir standen jetzt auf verschiedenen Seiten, da gab es kein Zurück mehr. Sie schaute mich an. Ich dachte daran, dass sie mich bald angreifen würde und überlegte, welche Waffen ich bei mir trug. Nur das Kreuz. Nur? Nein, es war eine starke Waffe, vor der sich auch Justine Cavaglio fürchtete. Sie hatte in der Vergangenheit stets darauf geachtet, das geweihte Kreuz nicht zu berühren. Es war wirklich stark in seiner Gegenkraft, und es würde sich in seiner Stärke vervielfachen, wenn ich es durch das Rufen der Formel aktivierte. Auch das wusste die Cavaglio, denn sie hatte lange genug auf unserer Seite gestanden, um informiert zu sein. Und deshalb ging ich davon aus, dass sie genau auf mich achten würde. Sie konnte es nicht zulassen, dass ich das Kreuz hervorholte oder durch das Aussprechen der Formel aktivierte, denn ich musste dazu einen Satz sagen, der nicht eben kurz war. Da hatte die Cavaglio Zeit genug zu reagieren. Es ist soweit, erklärte sie. Du und ich. Ihr scharfes Lachen stach in meine Ohren. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Nur wir beide. Kann ich mir denken. Sie kam noch näher und senkte ihre Stimme. Ich werde dir Mut machen, John. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Du wirst den Biss spüren, der dir kaum Schmerzen zufügt. Und dann werde ich saugen und trinken. Es kann sein, dass du versuchst, dich zu wehren, doch es wird dir nichts bringen. Denn die Müdigkeit wird dich schon bald umfangen. Es gibt dann keine Chance mehr für dich. Du wirst in einen tiefen Schlaf fallen. Wenn du aus ihm erwachst, wirst du eine nie gekannte Gier verspüren, dich zu sättigen. Und es wird dir egal sein, wen du leer trinkst. Hauptsache Menschenblut. Ich konnte nicht widersprechen. Sie hatte recht. Ich befand mich in einer hoffnungslosen Lage und überlegte krampfhaft, was ich noch tun konnte. Es blieb nur das Kreuz. Leider beobachtete sie mich genau. Ihre Blicke schienen mich sezieren zu wollen. Wahrscheinlich suchte sie sich schon die Stelle aus, wo sie zubeißen wollte. Am besten für sie war die linke Halsseite. Dort setzten die Blutsauger zumeist ihre klassischen Bisse an. Ich brauchte leider Zeit, um die Formel sprechen zu können. Dazu musste ich etwas unternehmen, das die Cavallo ablenkte. Es gab das Hindernis meiner Fesselung. Zudem war mir bekannt, was diese Unperson alles einstecken konnte. Wenn ich sie angriff, auch ohne Vorwarnung, dann musste ich sie mir so lange vom Hals schaffen, bis ich die Formel aussprechen konnte. Eine andere Chance gab es nicht. Ich bemühte mich, sie nicht merken zu lassen, was in meinem Kopf vorging. So blickte ich möglichst gelassen wie ein Mensch, dem alles egal war. Zuschlagen und reden. Sie stand recht dicht vor mir. Ich würde sie auch trotz meiner gefesselten Hände treffen. Unter Umständen schaffte ich es, sie von den Beinen zu holen. So sorgte ich zunächst mal dafür, dass nichts auf meinen Vorsatz hinwies. Ich ergab mich. Als Zeichen hob ich die Schultern und sagte Aus dieser Lage werde ich wohl nicht mehr herauskommen, Justine. Es war damit zu rechnen, dass sie lachte, aber das tat sie nicht, denn sie nickte. Und doch raffte sie sich auf, eine Frage zu stellen. Gibst du wirklich so schnell auf? Ich hob die Schultern und senkte den Blick. Es kam mir entgegen, dass sie einen Schritt auf mich zuging. Es war egal, ob ich gefesselt war. Ich musste es versuchen und sprang aus dem Stand vor. So hart wie möglich rammte ich ein Knie in den Leib der Blutsaugerin, die fluchte und nach hinten kippte. Ja, jetzt. Ich verschluckte mich beinahe, so hastig rief ich die Formel. Was Justin tat, sah ich nicht, da ich voll und ganz auf meine Abwehr konzentriert war. Terra pestem teneto, salus hic. Das letzte Wort wurde mir buchstäblich von den Lippen gerissen, denn in dieser kurzen Zeitspanne erlebte ich den knallharten Gegenangriff. Ein Tritt erwischte mich unterhalb des Magens. Ich kam nicht mehr dazu, auch nur ein Wort hervorzupressen. Irgendwas in meinem Inneren schien mir in die Kehle zu steigen und sorgte dafür, dass ich kein Wort mehr hervorbekam. Ich fiel auf die weiche Erde und blieb rücklings darauf liegen. Im Moment war mir die Cavallio völlig egal, denn ich hatte genug mit mir selbst zu tun. Mein Plan war gescheitert. Noch einmal würde es mir nicht gelingen, die Formel zu rufen. Ich war völlig von der Rolle. Die Blutsaugerin sah ich nur als Schatten, denn ein Schleier verwehrte mir noch immer den klaren Blick. Aus dem Schattenbild heraus vernahm ich ein Lachen und dann die Stimme. Was sollte das denn, John Sinclair? Weißt du nicht, dass ich dich lange genug kenne? Hast du nicht damit gerechnet, dass ich nur darauf gewartet habe, dass du die letzte Möglichkeit in Angriff nimmst? Genau so ist es gekommen. Du hast alles versucht, und doch bin ich besser. Das war ich schon immer, und du hast es oft genug erleben können. Noch stehen wir auf verschiedenen Seiten, aber bald nicht mehr, John. Dann wird dein Blut mich gesättigt haben. Jane Collins stand in ihrem Zimmer in der ersten Etage. Sie hielt das Telefon noch in der Hand und schaute aus dem Fenster, ohne jedoch zu erkennen, was sich draußen ihren Augen bot. Dazu waren ihre Sinne nicht mehr in der Lage. Zu stark hatte sie der Anruf geschockt und bei ihr für ein großes Durcheinander gesorgt. Es war schrecklich und es war die Wahrheit. Die Cavallio hielt John Sinclair in ihrer Gewalt. Jane kannte die Vampirin lange und gut genug, um zu wissen, dass sie ihre Pläne gnadenlos verfolgte. Wer nicht für sie war, der war gegen sie, und das hatte John zu spüren bekommen. Und sie würde noch weitere Personen auf ihre Seite ziehen. Wenn Jane richtig darüber nachdachte, war sie nicht mal zu sehr überrascht. Alle aus dem Sinclair-Team hatten Zeit genug gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Irgendwie hatten sie es auch verdrängt, und jetzt, hatte die Cavallo zugeschlagen. Eiskalt, gnadenlos. Sie wollte John zu einem Vampir machen, und sie musste ihn dabei in eine Lage gebracht haben, in der er hilflos war. Jane ärgerte sich auch darüber, dass sie keinen Hinweis darauf hatte, wo sich der Geisterjäger befand. Er war der Erste auf Justins Liste. Andere würden folgen, und Jane Collins schloss sich selbst dabei nicht aus. Irgendwann bewegte sie sich wieder. Der Gedanke an ein Telefonat kam ihr dabei in den Sinn. John war ja kein Einzelgänger. Die meisten Fälle löste er zusammen mit Suko. Das gab Jane zwar keine Hoffnung, sie dachte nur daran, dass der Inspektor vielleicht mehr wusste, weil John ihn eventuell eingeweiht hatte. Sie rief ihn an. Nicht im Büro, sondern über das Handy. Was sie ihm sagen wollte, ging nur ihn etwas an. Suko meldete sich auch. Seiner Stimme hörte Jane an, dass er sich nicht eben in einer euphorischen Stimmung befand. Dazu klang sie zu nüchtern. Ich bin es nur. Hi, Jane. Es geht um John, sagte sie schnell. Suko sprang sofort auf diesen Zug auf. Hast du etwas von ihm gehört? Leider. Rede bitte. Jane stellte eine Frage. Du kannst mir nicht zufällig sagen, wo er sich aufhält? Nein, aber ich kann dir versichern, dass er entführt wurde. Und zwar von Justine Carvalho, flüsterte Jane in den Satz hinein. Das weiß ich bereits. Und woher? Ich habe mit John gesprochen. Es war der reine Zynismus, dass die Carvalho die Verbindung zwischen uns hergestellt hat. Er sollte leiden und ich ebenfalls. Hör auf, Jane. Ich weiß, wie es laufen soll. Die Cavallo will Johns Blut trinken. Genau das. Er soll als Erster an die Reihe kommen. Er soll sein Blut verlieren. Die Cavallio wird es mit großem Vergnügen trinken und John wird nicht die Spur einer Chance haben. Das hat verdammt negativ geklungen. Ja, Suko, und ich sehe auch keine Chance, dies zu ändern. Für mich hat die Gegenseite gewonnen. Ich weiß nicht, wo sich die beiden befinden. Ich auch nicht. Es entstand das große Schweigen, das Suko schließlich mit einer wenig überzeugend klingenden Frage unterbrach: Was können wir tun? Nichts, befürchte ich, einfach gar nichts. Die Detektivin atmete tief ein. Und wenn wir ihn dann wieder zu Gesicht bekommen, können wir nur hoffen, vor uns keinen Blutsauger zu haben. Allein die Vorstellung macht mich fast wahnsinnig. Suko gab keine Antwort, wobei Jane sich vorstellen konnte, dass es in ihm nicht anders aussah als bei ihr. Ich lag auf dem Boden und sah nicht einmal, wohin ich genau gefallen war. Es zählte auch nicht. Wichtig war etwas ganz anderes dass ich keine Chance mehr hatte, dieser Unperson zu entgehen. Sie würde mich nicht mehr aus den Augen lassen, und sie würde dafür sorgen, dass ich auch keine Chance erhielt, die Formel zu rufen. Allmählich klärte sich meine Sicht. Natürlich war sie noch da. Sie stand vor mir und schaute auf mich herab. Noch tat sie nichts. Wahrscheinlich wollte sie, dass ich die Verwandlung bei vollem Bewusstsein erlebte. Kannst du mich hören? Ja, das konnte ich. Aber wollte ich es auch? Wahrscheinlich nicht. Aber ich musste es. Okay, sagte ich leise. Du hast gewonnen. Tu endlich das, was du nicht lassen kannst. Hehe, bist du so scharf darauf, dein Blut zu verlieren? Ich will dir nur eine Freude machen. Mehr als dieser Sarkasmus blieb mir nicht übrig. Ich war Realist und wusste, wann ich verloren hatte. Das war hier der Fall. Die Cavallo kam noch näher. Als sie mich so gut wie erreicht hatte, rechnete ich damit, dass sie mich schnappen und in eine bestimmte Position legen würde. Da allerdings irrte ich mich, denn sie ging vor mir in die Knie und blieb in dieser hockenden Haltung. Als sie mich Sekunden später packte, da rechnete ich mit dem alles entscheidenden Biss, aber Justine wollte noch nicht. Sie nahm sich die Zeit, ihre Zweisamkeit mit mir zu genießen. Sie hob mich an, schob mich zurück, so dass ich mich gegen einen Baumstamm lehnen konnte, der mir eine trügerische Sicherheit gab. Jetzt hilft dir keiner mehr, John. Warum warst du nur so dumm gewesen und hast dich von mir abgewandt? Das weißt du genau. Sie winkte ab. Hör auf mit deiner Moral. Du siehst ja, wie weit du damit gekommen bist. Hier sitzt du jetzt und bist hilflos. Dabei hättest du dir denken können, dass ich nicht aufgebe und auch stärker bin als du. Du weißt selbst, wessen Seele der Spuk freigegeben hat und die jetzt in mir existiert. Malmann und ich sind wieder zusammen und praktisch zu einem perfekten Paar geworden. Ich verzog den Mund, und er blieb auch schief, als ich antwortete. Irgendwann erwischt es auch euch, das kann ich dir schwören. Ich bin nicht unersetzbar. Es wird Nachfolger geben, die sich auf deine Spur setzen werden. Und so wird alles wieder seinen Sinn bekommen, das ist meine Meinung. Schön. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Du sagst es. Aber das sehe ich ganz anders, flüsterte sie mir zu. Für dich ist die Hoffnung bereits gestorben. Dabei habe ich nicht mal damit gerechnet, dass wir beide zusammentreffen. Es war einer dieser Zufälle, denen man ganz besonders dankbar sein muss. Super, nicht wahr? Was sollte ich dazu noch sagen? Es war vorbei. Es war einfach alles auf sie abgestimmt. Und die Cavalio gehörte zu denjenigen, die aus bestimmten Situationen stets das Beste machten. Das musste ich ihr neidlos zugestehen. Sie wollte auch nicht mehr reden. Um ihre Zähne in meinen Hals schlagen zu können, musste sie näher an mich herankommen. Das schaffte sie auch mit einer gleitenden Bewegung und berührte dabei meinen Körper an der linken Seite. Ich spürte den Druck ihrer Hand an verschiedenen Stellen und tat nichts. Ja, ich war tatsächlich an einen Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiter wusste. Das Kreuz stellte sich nicht automatisch gegen sie. Sie würde es auch jetzt nicht zulassen, dass ich es aktivierte. Sie war immer schneller, und als ihre Fingerkuppen über meine Wangen strichen, zuckte ich zusammen. Es war eine sanfte und streichelnde Berührung, aber ich hasste sie. Nun, John, wir sind uns nahe, sehr nahe. Und wenn du aus deinem Schlaf erwacht bist, dann werden wir uns noch näher sein, das verspreche ich dir. Erinnerst du dich daran, dass wir vor Jahren beinahe mal Sex miteinander gehabt haben? Hör auf damit! Sie lachte. Du willst dich nicht erinnern. Ich an deiner Stelle hätte auch so reagiert. Damals waren wir auch allein, und jetzt sind wir es wieder. Sie blies mir ins Gesicht, aber es war kein Atem, den sie ausstieß, denn der passte nicht zu einer Untoten. Ich werde dich in den Hals beißen. Ich mache es ganz klassisch. Es wird für dich ein völlig neues Erlebnis werden, das kann ich dir versprechen. Ich hörte zwar ihre Worte, nahm sie jedoch nicht richtig wahr, denn ich grübelte noch immer darüber nach, wie ich dieser Situation entkommen konnte. Dann dachte ich an meine gefesselten Hände und gab den Gedanken auf, denn auch wenn ich ihr mit den Fäusten gegen das Kinn geschlagen hätte, wäre die Galgenfrist nur kurz gewesen. Es war schon ungewöhnlich. Ich befand mich in einer lebensgefährlichen und wirklich entscheidenden Situation, und trotzdem stieg keine Angst in mir hoch. Das kannte ich anders. Möglicherweise war die Lage einfach zu irreal, dass ich richtig erfasste, was los war. Ich merke es genau, John. Was merkst du, dass dir so einiges durch den Kopf geht? Ihre Hand verkrallte sich in meinem Haar, und ich fragte mit leiser Stimme, Ist das ein Wunder? Nein, das ist es nicht. Ich verzog den Mund, als sie meinen Kopf nach rechts zerrte. Sie wollte, dass ich die Haut an meiner linken Halsseite strafte. Ich wusste nicht, ob ich die Augen offen lassen sollte oder ob es mir besser ging, wenn ich sie schloss. Es war im Prinzip egal. Sie würde zubeißen. Sie freute sich darauf, denn ich hörte sie flüstern, ohne zu verstehen, was sie sagte. Jedenfalls stand sie dicht davor, den Sieg über mich zu erringen. Dann spürte ich ihre Berührung an meinem linken Hals. Dabei wusste ich nicht, ob es schon ihre Zähne waren, die wie Dolche aus dem Oberkiefer hervorwuchsen. Plötzlich schlug mein Herz schneller, ohne dass ich dazu etwas beigetragen hätte. Und plötzlich kam die Angst. Sie war wie eine Welle, die mich überschwemmte. Ich kam mit mir selbst nicht mehr zurecht. Jetzt wollte ich auf einmal leben und nicht zu einem Wiedergänger werden. Leben hieß in diesem Fall wehren. Aber wie? Diese Blutsaugerin war einfach zu stark. Sie riss alles mit sich. Und jetzt nimm Abschied von deinem bisherigen Dasein, flüsterte die Cavaglio und drückte die Spitzen ihrer Vampirhauer gegen meine straff gespannte Haut. Suko hielt sich noch immer im Supermarkt auf. Er stand nur draußen nahe der Rampe. Im Büro des Geschäftsführers hatte er es nicht mehr ausgehalten. Da war ihm die Luft zu stickig gewesen. Er hielt sein Handy gegen das Ohr, denn Soko sprach mit seinem Chef, Sir James. Er hatte ihn einfach anrufen müssen, um ihm über die Neuigkeiten zu informieren. Soko hatte deutlich gespürt, dass Sir James vom blanken Entsetzen erfasst wurde, als er ihm die Lage erklärt hatte. Jetzt wartete er auf eine Antwort seines Chefs. Die kam nicht, dafür hörte er ihn sehr schwer atmen, und er konnte sich vorstellen, wie es in ihm aussah. Endlich fragte der Superintendent, und seine Stimme hörte sich dabei völlig fremd an Sehen Sie wirklich keine Chance mehr für ihn, Soko? So ist es leider. Diesmal sind wir völlig hilflos. Wir wissen nicht mal, wo sich John befindet. Die Cavaglio hat alles perfekt vorbereitet. Und das wird erst der Anfang sein, denke ich. Ja, Sir. Wenn sie John geschafft hat, dann wird sie sich uns der Reihe nach vornehmen. Ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch, aber ich mache mir schon Sorgen, dass all das, was wir uns aufgebaut haben, zerfällt. Es ist gut, Zuko. Noch eine letzte Frage. Bitte. Wir können nichts mehr tun? Nein, gar nichts. Nach einem schweren Atemzug sagte Sir James Dann ist es wohl an der Zeit zu beten. Egal wie man dazu steht und welchen Namen der Gott trägt, vielleicht nutzt es was. Und wir sollten auch daran denken, dass John schon manchen Sturm überstanden hat. Aber dieser hier ist ein Tornado, Sir, sagte Suko und merkte sehr schnell, dass ihn der Superintendent nicht mehr gehört hatte. Suko blieb auf der Stelle stehen und kam sich plötzlich mehr als überflüssig vor. So fühlten sich nur Versager. Der Sturm war da. Ich hörte ein Brausen, ein Tosen, ein seltsam hohl klingendes Pfeifen und wusste nicht, woher es kam. Es war durchaus möglich, dass es nur in meinem Kopf vorhanden war, aber es passierte zugleich noch etwas, denn ich erlebte keinen Schmerz im Hals durch den Biss. Träumte ich oder erlebte ich den Sturm tatsächlich? Es war nicht zu fassen, und das war schon der Wahnsinn, und ich wagte es, mich zu bewegen. Ich drehte den Kopf sogar in dem Augenblick, als die Zähne von meinem Hals verschwanden. Dafür hörte ich einen wilden Fluch und spürte neben mir die Bewegung, als die Cavallio in die Höhe schnellte und mich plötzlich vergessen hatte. Das alles war nicht zu fassen. Aber ich erlebte auch keinen Traum, denn das Brausen war weiterhin zu hören, und einen Gedankensprung später wurde auch ich von diesem Windstoß erfasst, der sogar altes Laub aufgewirbelt hatte und mir Blätter ins Gesicht schleuderte. Dass Zeit verstrichen war, wusste ich. Nur erlebte ich alles sehr nah und intensiv, und als ich dorthin schaute, wo sich die Vampirin noch vor kurzem befunden hatte, war der Platz leer. Sie hatte mich einfach verlassen, aber sie war nicht weg, denn ich sah sie einige Meter entfernt auf einer Lichtung oder einem freien Platz. Dort war sie voll erwischt worden. Wie aus dem Nichts war etwas anderes und mir auch Fremdes erschienen. Ein gewaltiger Wirbel, ein heller Sog, der sich um den Körper der blonden Bestie gelegt hatte. Obwohl sie mit beinahe schon extremen Kräften ausgestattet war, konnte sie gegen diesen Wirbel nichts ausrichten. Es war kaum zu glauben. Ich sah sie inmitten dieser fremden Szenerie und stand selbst auf, um einen besseren Überblick zu haben. Justine konnte dem Wirbel nicht entkommen. Mal wurde sie gepackt und leicht angehoben, dann fiel sie wieder zurück, blieb aber nicht stehen oder liegen, sondern flog von einer Seite zur anderen, wobei sie ihre Arme ausbreitete, um Halt zu finden. Urplötzlich wusste ich Bescheid. Das war verrückt, aber es stimmte. So etwas Ähnliches hatte ich schon mal erlebt. Ich ärgerte mich selbst, dass ich nicht eher darauf gekommen war, aber auf dem Film, den Tim Lee gedreht hatte, war eine ähnliche Szene zu sehen gewesen. Und dann war plötzlich die Schattenhexe Asunga aufgetaucht. Mein Gott, an sie hatte ich nicht mehr gedacht in diesem mörderischen Trubel, doch jetzt war sie in meinen Gedanken wieder präsent. Ich holte tief Luft und bewegte mich nicht von der Stelle. Neben dem Baumstamm stehend sah ich, wie dieser helle Wirbel und Sog selbst mit der mächtigen Blutsaugerin spielte, sie nochmal richtig zu fassen bekam, ihre Beine in die Höhe wuchtete, so dass sie vom Boden abhob. Das geschah nur für kurze Zeit. Dann erlebte sie, wie stark die Anziehungskraft der Erde sein konnte. Mit voller Wucht prallte sie auf den Rücken, als sollten ihr alle Knochen gebrochen werden. Es war nicht das Ende, es war so etwas wie ein Anfang, denn innerhalb des Wirbels zeichnete sich plötzlich eine Gestalt ab, die rote Haare hatte und einen dunklen Mantel trug. Asunga, die Schattenhexe. Und ich fragte mich plötzlich, ob sie meine Retterin war. Es war klar, dass ich im Moment keine Rolle spielte. Und das blieb auch so, denn es wurde zu einer Sache zwischen den beiden Frauen, die so unterschiedlich waren. Auf der einen Seite gab es die Hexe, auf der anderen die Blutsaugerin. Aus Erfahrung wusste ich, dass sich beide hassten. Das hatte ja auch der Film gezeigt. Die Cavallo lag auf dem Boden. Sie hatte die Beine wie zur Abwehr leicht angezogen. Das konnte ich kaum fassen. Es war mir neu, so etwas hatte ich bei ihr noch nicht erlebt. Diese Haltung und auch ihr Nichtstun sah nach einer Niederlage aus. Der Hexensturm war vorbei. Aber er hatte Asunga nicht mit sich gerissen, sondern sie hergeschafft. Sie stand in Justins Nähe und schaute auf sie hinab. Dieses Bild hätte ich gern fotografiert. Denn es war mehr als selten, die Cavallio in einer derartigen Pose zu sehen. So sahen nur Verlierer aus. Ich überlegte, ob ich an meinem Platz bleiben sollte. Doch dann ging ich einen Schritt nach vorn und stand jetzt neben dem Baum. Asunga hatte die Bewegung mitbekommen. Sie schaute kurz zu mir her, sagte aber nichts und gab mir auch nicht durch ein Zeichen bekannt, ob sie für mich oder gegen mich war. Es war besser, wenn ich im Hintergrund blieb. Die Schattenhexe gehörte nicht eben zu meinen Freundinnen. Sie stand auf der dämonischen Seite. Aber auch dort gab es Kämpfe. Und allmählich setzte sich der Gedanke in mir fest, dass ich als unbeteiligter Dritter in eine Auseinandersetzung zwischen der Blutsaugerin und der Hexe geraten war. Jetzt hätte ich sogar Zeit gehabt, mein Kreuz zu aktivieren, aber das ließ ich bleiben, denn ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass Asunga es zugelassen hätte. Sie ging noch näher an die am Boden liegende Justine Carvalho heran und trat gegen ihre Schulter. Die Blutsaugerin zischte einen Fluch. Drehte den Kopf und schaute hoch. Du hast es nicht lassen können, erklärte Asunga. Ich habe dir doch zu verstehen gegeben, dass ich es hasse, wenn man sich mit meinen Freundinnen anlegt. Ich weiß. Und du hast dich nicht daran gehalten. Denn ich konnte sehen, wie eine von deinen Kreaturen Noras Blut trinken wollte. Aber Hexenblut ist nichts für Vampire. Es ist zu bitter. Es ist Gift. Es ist einfach nur gallig. Die blonde Bestie wollte nicht mehr länger in ihrer Lage bleiben. Sie stemmte sich zuerst auf die Beine und drückte sich danach in die Höhe. Asunga ließ es zu. Justine reckte sich, so dass sie sich auf Augenhöhe mit der Schattenhexe befand. Was hast du vor, Asunga? Ich werde dir eine Lehre erteilen. Hast du mich deshalb von meinem Opfer weggeholt? Gönnst du mir das Blut des Geisterjägers nicht? Doch. Im Prinzip schon. Aber ich will nicht, dass du übermütig wirst. Wenn du Sinclair an deine Welt gezogen hast, dann verlierst du den Sinn für die Realität. Dann drehst du durch. Dann hältst du dich für die Größte. Geht es dich was an? Ja, denn ich will meine Ruhe haben. Ich hasse es, mich mit dem Vampirpack herumschlagen zu müssen. Das war schon immer so, da sage ich dir nichts Neues. Kann sein. Justine stemmte ihre Hände in die Hüften. Du gönnst mir also den Sieg über Sinclair nicht. Dabei tust du, als würdest du auf seiner Seite stehen. Aber das glaube ich nicht. Überlass ihn mir. Ich habe die älteren Rechte. Das kannst du versuchen. Die Cavallio verzog die Lippen. Sie legte den Kopf schief und fragte, meinst du das wirklich? Versuch es. Normalerweise hätte die blonde Bestie sofort reagiert, aber jetzt war sie vorsichtig. Sie warf mir einen Blick zu. Und ich war froh, mein Kreuz noch nicht hervorgeholt zu haben. Ich wollte erst wissen, wie sie sich entschied. Und dann? rief sie, Was dann? Wie wirst du dich verhalten? Das werde ich dir nicht sagen, erklärte Asunga. Du musst es darauf ankommen lassen. Sie zögerte. Ich nutzte die Zeit, um zur Schattenhexe zu schauen. Sie sah so aus, wie ich sie kannte. Den Körper verdeckte der lange, umhangähnliche Mantel. Ich wusste auch, dass er so etwas wie ein Zaubermantel war. Er hatte ein gelbes Futter. Und wen mit diesen Mantel umschlang, den konnte sie woanders hin transportieren. Dabei spielten selbst physikalische Grenzen keine Rolle. Was würde sie tun? Sinclair gehört mir, zischte die Cavallio. Das glaube ich dir. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn du versuchst, in dir zu schnappen. Dann aber würdest du dich für unschlagbar halten. John Sinclair zum Vampir gemacht zu haben, würde die Mächte der Finsternis durcheinander bringen, das weiß ich. Wobei ich nicht sagen will, dass es keine Kräfte gibt, die dir nicht Beifall zollen würden. Da muss ich nur an die Hölle und an Asmodis denken. Aber ich kenne dich und ich will deine Macht begrenzt halten. Wir können durchaus nebeneinander existieren. Aber wir sollten uns nicht in die Quere kommen. Und was mit Elaine Porter passiert ist, das könnte auch dir sehr schnell widerfahren. Die Cavallo schwieg. Dann aber stieß sie scharfe Laute aus. Was hier ablief, das war sie nicht gewohnt, denn normalerweise war sie es, die die Befehle gab. Doch jetzt, so nahe dran und doch so weit entfernt. Ich war nicht untätig geblieben. Die beiden hatten mich nicht die ganze Zeit über im Auge behalten können, und es war mir gelungen, die Kette zu fassen und das Kreuz langsam an meiner Brust entlang in die Höhe zu ziehen. Ich ließ es nicht vor meiner Brust hängen, sondern hielt es in meiner Faust versteckt. Ich kann ihn mir doch holen, nur holen. Und dann gebe ich dir die Chance, uns beide mitzunehmen. Ja, ich begebe mich unter deine Kontrolle. Du kannst bestimmen, was mit ihm passiert. Wichtig ist, dass er vom Fenster weg ist. Was hältst du davon? Asunga lachte. Du willst in mein Reich? Nicht unbedingt. Du kannst bestimmen, wo du uns absetzt. Es gibt doch eine große Auswahl. Dann hättest auch du ihn unter Kontrolle. Das ist der beste Vorschlag. Asunga widersprach nicht. Sie dachte nach, und ich musste erkennen, dass sich der Wind gedreht hatte und es für mich nicht besonders lief. Denn Asunga stand nicht auf meiner Seite. Die Schattenhexe und ich hatten uns oft genug bekämpft. Denkst du nach, Asunga? Ja. Und dann kann ich dir noch etwas versprechen. Ich wäre dir ewig dankbar, wenn du dich auf meine Seite stellst, und das ist nicht nur so dahingesagt. Es gab einen Kampf zwischen ihnen. Ich war das Objekt, um das es ging, und ich war ehrlich genug, um zu erkennen, dass meine Chancen sanken. Ja, sagte Asunga. Du kannst es tun. Ich erlaube dir einen Versuch zu starten. Solltest du jedoch ein falsches Spiel treiben, wird dir nichts und niemand mehr helfen können. Denn Hexen, echte Hexen, haben schon immer eine große Macht gebildet. Das weiß ich, Asunga. Dann hole ihn dir. Aber ich erlaube dir nicht, ihn vor meinen Augen leer zu saugen. Die Cavallo lachte auf. Keine Angst, ich kann noch warten. Dann lief sie mir entgegen. Es gibt immer wieder Momente, da muss man sehr cool sein. So einer war jetzt eingetreten. So sehr ich mich gefürchtet hatte und von der Angst gepeitscht worden war, so kalt war ich jetzt, denn keine der beiden wusste, was mir in der Zwischenzeit gelungen war. Ich ließ die Cavallo kommen. Ich wusste, dass sie sehr schnell sein konnte, und deshalb musste ich schneller sein. Ich wollte sie nicht in Greifweite wissen. Wie viele Schritte sie gelaufen war, wusste ich nicht, als ich die Faust öffnete, mein Kreuz sichtbar in die Höhe hielt, und mit lauter Stimme die Formel rief: Terra pestem teneto, salus hic maneto. Jetzt würde sich zeigen, wie stark die blonde Bestie Justine Carvalho wirklich war. Die meisten Menschen lieben das Licht und mögen die Dunkelheit weniger. Ausnahmen gab es natürlich, aber dann konnte man sie nicht mehr als normale Menschen bezeichnen. Vampire mögen die Dunkelheit, denn sie sind in der Regel Geschöpfe der Nacht. Auch Justine Cavaglio mochte die Finsternis, doch jetzt wurde sie mit dem glatten Gegenteil konfrontiert. Ich hatte die Formel ausgesprochen. Ich war der Sohn des Lichts. Und mein wunderbares Kreuz ließ mich nicht im Stich. Es war zeitlich kaum zu messen, als ich plötzlich die Lichtinsel aufbaute, die von meinem Kreuz ausging. Ein herrliches, ein wunderbares Licht, das wie eine geisterhafte Welle auf die Blutsaugerin zujagte. Mochte sie noch so stark sein, dieses Licht war mächtiger. Es machte ihr Angst und ich sah, dass sie für einen winzigen Moment anhielt und noch zu überlegen schien, was sie tun sollte. Dann fuhr sie herum. Ein Mensch war nicht so schnell wie sie. Er wäre von dieser Lichtmenge erreicht worden, aber die Blutsaugerin war zu schnell. Nur hetzte sie nicht einfach los, um einem Verfolger zu entkommen. Sie hatte sich ein Ziel ausgesucht. Asunga war es. Ich kannte die Schattenhexe. Ich hatte sie öfter erscheinen und wieder verschwinden sehen. Dazu brauchte es eine kaum messbare Zeitspanne, und eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass sie sofort verschwinden würde. Diesmal nicht. Es war auch möglich, dass meine Aktion sie zu sehr überrascht hatte. Zudem rannte die Blutsaugerin genau auf sie zu, denn sie wusste, zu was Asunga fähig war. Es mochte ein Reflex sein, ich wollte mich darauf nicht festlegen. Aber sie öffnete plötzlich ihren Mantel, und ich sah dieses gelbe Futter, ehe die Cavallio aus meinem Blick verschwand, denn mit einem letzten Sprung warf sie sich gegen Asunga, die reflexartig reagierte und den Mantel schloss. Ich hörte so etwas wie ein leises Zischen oder Fauchen. Dann war weder von Asunga noch von einer Justine Cavallio mehr etwas zu sehen. Nur mich gab es noch, und darüber war ich verdammt froh. Ich stand da. Ich blieb da, und ich musste erstmal zu mir selbst finden. Wenn ich recht darüber nachdachte, hatte ich ein so großes Glück gehabt, dass mir schon schwindelig wurde. Der Boden unter meinen Füßen kam mir vor wie aufgeweicht, und ich war heilfroh, am nahen Baumstamm Halt zu finden. Es war alles verrückt, ja eine wirklich abgedrehte Welt, in der es allerdings etwas gab, auf das ich mich stark verlassen konnte, und das war mein Kreuz. Einmal hatte ich es nicht geschafft, es zu aktivieren, aber irgendwann erhält jeder seine zweite Chance. Da machte auch ich keine Ausnahme. Und wenn ich ehrlich gegen mich selbst war, hatte ich schon des Öfteren eine zweite Chance bekommen. Nicht weit entfernt stand das Auto, mit dem ich die Cavallio hergeschafft hatte. Das war im Moment nicht so wichtig, denn ich sah mein Handy im Gras liegen. Und es funktionierte noch. Der erste Anruf galt Zuko. Er meldete sich mit einer Stimme, deren Klang zwischen Traurigkeit und Wut schwankte. Geht es dir gut? fragte ich nur. John. Meine Hand zuckte vom Ohr zurück. Selten hatte ich Suko so schreien hören. Was ist denn? Du. Du lebst. Ja, wie du hörst. Und ich gedenke auch noch eine Weile am Leben zu bleiben. Und was ist mit Justine? Das, mein Freund, werde ich dir im Büro erzählen. Und bestelle Glenda, dass ich mich auf ihren Kaffee freue.